Hallihallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen auch an meine Hollies im heutigen Stream hier von Simrail. Ich habe mir gedacht, ja, komm, fahre ich nochmal ein Ründchen. Heute allerdings dann doch eine etwas gemütlichere Session, so heißt das ja auch. Und wie ihr seht, ich befinde mich schon in der Auswahl des jeweiligen Servers. Muss jetzt eigentlich nur noch gucken, was ich denn heute mache. So richtig entschieden habe ich mich dazu tatsächlich noch nicht. Ich würde einfach sagen, ich lasse mich da mal überraschen und bin gerade noch nebenbei am Versuchen, hier was anderes hinzukriegen. Ah, das könnt ihr nicht sehen. So. Hab das dann jetzt aber auch soweit geschafft. So, befinde mich hier also in der Serverauswahl. Der DE1-Server, nachdem ich mittlerweile herausgefunden habe, dass keine Gleisstörungen eigentlich nur zu bedeuten hat, dass der Fahrdienstleiter da jetzt nicht unnötig Gleise stört, also sprich Gleise sperrt, oder auch der Fahrer nicht mehr unbedingt sagt so, ja, ich habe hier Probleme, lass mich mal da stehen. DE1 soll momentan für den reibungslosen Spielablauf sorgen. Deshalb muss ich aber fairerweise sagen, spiele ich da gar nicht so gern drauf. Also mittlerweile versuche ich gar nicht mehr auf DE1 zu kommen. Hier sind viele Fahrdienstleiter, ja. Immer noch voll, auch die meisten Fahrer sind da drauf. Für mich macht der größte Reiz aber gerade die Störung aus, dass es irgendwelche Sachen gibt, die halt nicht vorhersehbar sind, die die Fahrt anders werden lassen, als sie sonst standardmäßig sind. Sonst kann ich auch wieder einen Train Simulator zocken. Also, nee. Deswegen bin ich da erstmal raus. D2, also das Mindeste. Und auch da sammeln sich schon mehr Leute. Und Lisa, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schönen guten Tag. Werde ich einfach jetzt mal gucken beim DE2-Server, was wir denn da so Schönes frei haben. Natürlich nichts, was uns jetzt weiterhilft. Die guten Stellwerke sind alle mal wieder besetzt. Ach, die neuen. Was haben wir denn hier? Wlodowska, Lasi, Schamowitz ist nur so ein kleines. Opotschnopolutnje, das sieht aus wie ein. Das sieht aus wie das Neue. Oh, ich würde einfach sagen, dann starten wir da mal rein. Ist zwar nur Stufe 1, aber, ne? Gucken wir uns das mal an. Ja, stimmt, lang nichts mehr voneinander gehört. Mir geht's natürlich sensationell, ich hoffe dir auch. Polutnir auf DE2. Obwohl mich das irgendwie wundert gerade. Ich müsste doch das Stellwerk normalerweise kennen. Aber mir sagt das gar nichts mit dem kleinen Tisch. Ich bin ehrlich, mir sagt das nichts. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo mal verpasst. Izikovic ist nämlich das Neue. Ah, da haben wir wieder das Problem mit den ganzen Stellwerken. Und da hinten steht irgendwo was. Muss ich nur gucken, dass ich mir mal eben schnell den Fahrplan aufschmeiße, bevor hier alles in die Binsen geht. So, was haben wir denn hier? Da steht der 41126. Der hat bei uns um 17:08 Plan. Okay, dann hat er ja noch einiges an Zeit. 41126 steht noch ein bisschen. Was haben wir jetzt hier? 14.1.31. Oh Gott, wo ist der denn? 14.1.31. Ach, da oben. 17:02 hat der Plan. Der muss auch an Bahnsteig 1, Gleis 4. Wir haben ja nur das eine Gleis. Okay, was ist dann jetzt hier schiefgelaufen? Hier ist der Bahnsteig. Das ist der, der um 17:08 Uhr abfährt. Ich habe nur einen Bahnsteig. Der 14.1.31 sollte eigentlich um 17:02 Uhr abfahren. Und der steht schon. Die Frage ist nur, wo? Muss der nicht irgendwo da hinten stehen? Da ist er doch. Da blinkt was. Okay, es ist der Bot. Ich kann nichts anderes machen. Ich muss den stehen lassen. Der andere hat erst 17:08 Uhr Plan. Also hier hat der Bot schon im Voraus
was falsch gemacht. Okay, 31:30. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Von Pilichowitz, der fährt aber durch. Den können wir dran vorbeiziehen. Okay, ja gut. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das gemanagt kriegen. Wird halt ein bisschen dauern, kommen wir jetzt nicht drum rum. Könnte schlimmer sein bei dir, aber du hast jetzt ein langes Wochenende. Ja, langes Wochenende. Hast du ein Glück, das hätte ich auch gerne. Leider darf ich morgen noch mal. Und das auch noch ganz alleine. So ein langes Wochenende wäre jetzt aber echt was Feines, wenn ich so drüber nachdenke. Ah, das wäre schön. Naja, gut, man kann nicht alles haben, wie man so schön sagt. Dann guck ich mal, was haben wir denn? Itzikowitsch hat einen normalen Fahrdienstleiter. 17:08. Was kommt denn sonst aus der Richtung? Als nächstes kommt erst um 17:14 Uhr der Schnellzug. Da ist ja normalerweise noch ein bisschen Zeit. Was ich jetzt machen könnte, es sieht aber ein bisschen schlecht aus. Ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet, tatsächlich auch die Karte einblenden zu können, wenn ich fahre. Hab's allerdings ein wenig präpariert. So, das kann ich jetzt hier gerade mal schnell vorstellen. Das heißt, wenn ich die Karte hier mit einblende, dann sehen wir zwar schön, die Karte ist hier, wo ich mich befinde, ganz toll. Wenn ich aber hingehe und sage, ich zeige euch jetzt den Fahrplan an, dann werdet ihr direkt die Umstellung von allem sehen. Ihr könnt da nämlich nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Also ich habe auch die Seite und die Struktur ein bisschen angepasst, damit das im Bild einfach schöner rüberkommt und man eine Komplettübersicht hat. Deswegen lohnt sich das natürlich jetzt hier für euch nicht, den Fahrplan einzublenden. Die Karte könnte ich euch einblenden, dann habe ich selber nur das Problem, ich verdecke mir dann alles. Dann habe ich den Chat nicht mehr im Auge und könnte nicht mehr auf euch reagieren. Das wäre natürlich auch ziemlich schade. Das will ich alles nicht, deswegen lasse ich das hier mal so laufen. Der kommt ja schon was näher. Alles ist eingestellt. So viel passiert ja sonst nicht. Dann geben wir dem direkt mal die Fahrstraße, dass er durchfahren kann. 17:08 Uhr. 8 Minuten Standzeit hat er noch. Der kriegt dann halt Verspätung. Ich kann es aber nicht verhindern. Da hat der Bot hier vorher schon Mist gemacht. Auf der anderen Seite, was heißt Mist gemacht? Hätte er den jetzt nicht reingefahren, könnten wir den Schnellzug nicht dran vorbeifahren. Also kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Ist irgendwie schlimm, dass man nur einen Bahnsteig hat, wo man die Züge aus beiden Richtungen hinfahren muss. Moin Tobi, ja selbstverständlich sitze ich hier wieder am Schalter. Ich sitze sogar diesmal am längeren Hebel, was die Fahrten betrifft. Ich bin mal wieder ums Stellwerk unterwegs, auch wenn es nur ein kleines ist. Aber immerhin ein neues oder zumindest ein mir unbekanntes. Oder man hat es ein bisschen umgeändert. Das kann natürlich auch sein, aber mir kommt das echt überhaupt nicht bekannt vor. Es ist immer noch ein seltsames Phänomen. Ansonsten können wir hier gerade momentan nicht viel machen. Außer abzuwarten, dass die Abfahrtszeit erreicht wird. Der jetzt vorbeizieht, die Abfahrtszeit erreicht wird, den kurzerhand reinholen an den Bahnsteig und dann den dahinter fahrenden Schnellzug. Der dürfte nämlich auch schon nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, wenn ich das hier sehe. Das wäre der 14:33. Hat eigentlich noch 12 Minuten vor sich, ist aber nur noch 15 Kilometer weit weg. Ich glaube, er könnte was früher da sein.
Na, was heißt Hauptsache in Arschplatz sitzen, hallo? Schau dir das an. Schau in dieses Stellwerk. Da ist nur ein einziger Stuhl und der steht nicht am Stelltisch. Hier ist nicht viel mit Sitzen. Das ist ein anstrengender Stehjob. Wie sieht's denn eigentlich dahinter aus? Okay. Hätte man auch näher ans Fenster basteln können, rein theoretisch, aber na gut. Wird wohl seinen Grund haben. Mal gucken, irgendwelche guten Spiele auf dem Handy? Nein, ist wahrscheinlich auch dasselbe Display wie bei allen anderen Stellwerken. Ups, da donnert der Schnellzug vorbei. Mit 160. Ah, da könnten wir schon mal planen. Der 14.131 hat wahrscheinlich nur eine Maximalgeschwindigkeit von 120. Ja, da muss ich gleich mal gucken, wie es hier aufkommt. Wenn der erstmal am Bahnsteig steht, ob das dann tatsächlich mit dem Schnellzug, der dahinter kommt, dann passt. Oder ob der sonst halt noch ein bisschen länger stehen muss. Ich kann es nicht verhindern. Ansonsten hier viel Platz. Der Raum ist recht groß, dafür, dass der Stelltisch nur so klein ist. Besonderheiten gibt es ja aber keine, zumindest keine auffälligen. Itzikowitsch würde ich mir dann auch gern nochmal angucken. Vielleicht habe ich ja nachher die Möglichkeit dazu, komm da mal drauf, wer weiß. Wir haben ja auch theoretisch in knapp einer Stunde einen Serverneustart. So lange beschäftigen wir uns erstmal hier mit unserem Zug. Ich kann zumindest schon mal alles dafür parat stellen. 31:30. Ja, dadurch, dass ein menschlicher Spieler da sitzt, kann ich das eigentlich recht entspannt sehen. Der wird selber sehen, was da kommt. Gut. Jetzt heißt es warten. 4 Minuten noch. Tobi, wie geht's dir? Was machst du so Schönes? Bereitest du dich groß auf eine Minecraft-Session vor? Bist du auf der Arbeit? Oder machst du gerade andere schöne Dinge? Ah ja, du beschäftigst dich wieder mit Programmieren. Da klingeln mir noch deine Worte im Ohr vom letzten Mal, was da alles so passt und was da nicht passt und wie undurchsichtig das manchmal ist. Ich hoffe, du kommst dann jetzt ein Stückchen weiter. Da ist doch schon der Schnellzug, da ist er schon abgefahren. Ja, super. Okay, gut. Dann musste er sich hinten anstellen. Warum ist hier eigentlich alles grün umrandet? Erlaubnis im Störfall zu wechseln, Freigabefahrt vom Gegengleis, ja. Ist im Prinzip genau das gleiche wie hier, nur hier ist es nicht grün. Okay. Naja, warum auch immer, das hinterfrage ich nicht. Ist vielleicht einfach so. Ich nehme es so zur Kenntnis. Einfahrt in den Bereich gibt's auch. Der andere dürfte dann noch kommen. 14:06. Wir haben noch 2 Minuten. Zwei Minütchen. Okay. Ja, immer mal wieder. Ja, Wiederholungen sind auf jeden Fall gut, damit es einfach im Gedächtnis bleibt. Das kenne ich nur zu gut. Wenn du aber sagst, da gibt es schon 6 verschiedene Befehle nur für eine Spielersteuerung, da bin ich raus. Ich glaube, das ist mir schon zu viel.
Ich hatte mich noch mal auch ein klein bisschen an HTML und CSS gewagt. Ich bin schon froh mit dem, was ich da auf die Beine gestellt habe. Theoretisch kommt mir jetzt noch für eine gewisse Anzeige in der Seite PHP mit dazu, aber nee, da bin ich dann raus. Irgendwie kriege ich das schon nicht mehr hin. Viel zu viel. Ah, okay, jetzt geht die AI hin und sagt mir auch nochmal, dass der Zug abgefahren ist. Sehr schön, doppelt hält besser. Dann wäre Itzikowitz jetzt zumindest schon mal frei. Aber da will ich ja gar nicht hin. Wir können aber Ausfahrt geben. Dann sollte der jetzt gleich losrollen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jemanden, der einem das zumindest besser erklären kann, als es in Worten da auf diesen Seiten steht. Angeblich soll das ja sehr gut gemacht sein, auch für Self, also zum Selbstlernen. Ich selber habe da aber auch echt meine Probleme mit. Wenn du da teilweise die Sachen liest, da denkst du dir, ja, schön, dass das jetzt beschrieben wurde, aber wo muss das hin? Oder wo geht das jetzt hin? Wo muss ich das eintragen? Das sind dann irgendwie so die Sachen, die mir bei solchen Sachen auch immer fehlen. So, dann sind wir den quitt. Der ist weg. Sechsundzwanzig. Dann können wir den 14.131 jetzt, wenn er die Weiche frei macht, tatsächlich auch reinholen. Okay, noch lässt sie sich irgendwie nicht umstellen, weshalb auch immer. Warum kann ich die Weiche nicht umstellen? Der Streckenblock ist frei. So, wenn ich das hier mache, tut sich ja auch nichts. Ah, Moment, jetzt tut sich was. Dauert das einfach nur elendig lange? Das wäre natürlich seltsam. Dann kann ich den jetzt reinfahren und müsste den hier gleich wieder rausfahren. Ich warte mal ab, ich habe jetzt gezogen. Einfach mal schauen, wie lange das dauert, ob er es wirklich angenommen hat oder ob ich gleich nochmal draufdrücken muss. In der Zeit kommt der hier schon mal reingedüst. In Bewegung ist er auch, das ist gut. Mal schauen, ob das mit der Weiche geklappt hat. Nö, hat nicht geklappt. Ich bin verwirrt. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Wir fahren jetzt sowieso gleich den Schnellzug noch dran vorbei. Der ist ja direkt dahinter. Er soll eigentlich 17.02 war es. Eigentlich 17.02 abfahren. Na gut, der hat dann jetzt Verspätung. Es ließ sich ja nicht vermeiden. Und den Schnellzug können wir dann jetzt gleich durchfahren. Einundvierzig, ob ich dem das wirklich noch sagen muss? Wer weiß, was der von mir will. Hier kommt aber noch irgendwas anderes nach.
Können wir zumindest die Weiche schon mal in Pluslage bringen. Der Schnellzug setzt zur Überholung an und lustigerweise klingelt es gerade an der Haustür. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ja, da muss ich da mal ganz kurz nachgucken gehen. Ich bin sofort wieder da. Ja, sehr schön. Wenn man plötzlich Besuch bekommt, wo man keinen erwartet. Alles klar. Was kommt denn dahinter? 1333. Warum kommt dann 1333? 1433, 1333. Sieht irgendwie seltsam aus. Dann lassen wir den. Ich muss den hier rausfahren, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei, sonst halten wir hier unnötig alles auf. Haben wir ja jetzt schon gemacht, der sollte eigentlich längst raus sein. Dann kommt jetzt der 14131 nach Pilechowitz. So, erstmal gucken, was ist jetzt hier passiert. Also, wir hatten
Ein Zug im Bahnhof stehen. Das Problem ist, der musste vor der Einfahrt lange Zeit warten, weil es nicht anders ging. Weil der Bot hier vorher schon gefahren ist, also vorher schon Müll gefahren ist, sagen wir es mal so. Haben jetzt versucht, den Nachzügler an den Bahnsteig zu bringen, was auch geschehen ist. Dann kam Besuch dazwischen, kurzerhand. Und ja, jetzt habe ich ihn wieder abgefahren. Während der nächste Schnellzug anrollt, den wir damit aber leider aufhalten werden. Es war jetzt nicht so geplant. Viel Heckmeck, kleines Stellwerk und direkt viel Arbeit. Da kommt der Schnellzug schon vorbei, muss natürlich jetzt noch ein bisschen warten. Können wir die Weiche erstmal wieder auf Normallage bringen? Jetzt reagiert das auch ordentlich. Und dann müssen wir warten, bis der Block freigegeben ist. Könnte natürlich in Pilotschowitz auch mal anfragen, ob der den im Gegengleis nimmt. Das ist dann Gleis 2. 1333 Gleis 2. Ist der Streckenblock für den 1333 auf Gleis 2 frei? Okay, der sagt, er ist frei. Dann können wir. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Das hier müssen wir machen. Zustimmung aktivieren. Sperrrichtung zulassen. Muss ich nicht. Entriegelung. So. Dann mal gucken, kann ich den so reinbringen? Ah, das ist die Anfrage, sehr gut. Der Bot hat angenommen. Dann geben wir die Fahrt ins Gegengleis frei und schicken den Fernzug darüber raus. 1333 ist dann jetzt für uns. Kann ich den hier noch sehen? Oh, minimal. Rollentuder, dann geben wir den Hinweis. 1333 ist gerade abgefahren. Mal gucken, ob er es schafft, den anderen vielleicht noch einzuholen. Ich weiß es nicht. Müssen wir dann mal schauen. Oder beziehungsweise muss Pelitschowitz da mal schauen. Sehr schön, dann haben wir unseren Bahnhof zumindest wieder sauber. Toll, wenn Sachen so funktionieren, wie man es haben möchte. Also unabhängig davon, dass jetzt gerade eben ja noch der kurzzeitige, schnelle Besuch dazwischen kam. Dann bringen wir die Weiche wieder in normale Pluslage und wir können hier theoretisch die Überholung sehen. Das machen wir jetzt aber anhand der Karte. Und weil das Bild halt ein bisschen klein ist, ziehe ich die Karte hier einfach mal da rein. Dann können wir hier mal schauen, wie das aussieht. Das ist der Schnellzug. Das ist der, den wir vorher abgefahren haben. Da unten kommt auch was. Oh, ein Güterzug auf Pilitschowitz zu. Sehr interessant. 129, der fährt 125. Also auf jeden Fall holt er auf. Aber die Überholung schafft es natürlich wieder was anderes. Was kriegen wir? Wir kriegen momentan von oben nichts. Ups, das war die falsche Maustaste. Das sieht momentan noch gut aus, warum auch immer der hier steht. Dann beobachten wir mal die Situation, die wir hier fabriziert haben. Was ist das denn für einer? Das ist der, den wir vorgefahren haben. Okay. Mal gucken, was da passiert.
So, was sagt denn der Chat? Tobi, du hast einen Spaceship-Shooter gecodet. Hey. Und jedes Video, was man sich anschaut, handelt davon, einen Spaceship-Shooter zu coden. Okay. Dann ist es ja noch eine recht einfache Sache, würde ich behaupten. Okay, man muss es sich trotzdem halt einfach mehrfach anschauen, ne? Irgendwann hat man das mal drinne, aber es dauert. Es ist schon mühselig, das zu lernen. Dauert nicht umsonst länger, so ein Kurs. Oder wenn man eben IT-mäßig irgendwas macht, dass man ein Studium dranhängen kann und was weiß ich was. Ja, sieht nicht so aus, als wenn unser Fernzug hier groß aufholt. Wären da jetzt menschliche Spieler drauf, hätte man dem 14.1.31 ja noch anfunken können und sagen können, mach mal was langsamer, damit der 13.33 halt fliegend an dir vorbeikommt. Und du dann hier nicht ausgebremst wirst. Aber wahrscheinlich wird der Bot das so machen, dass er den hier sowieso vorfährt. Und dann hängt der 1333 trotzdem dahinter. Aber gut, soll nicht unser Problem sein. Wir haben Bestmögliches getan. Wie sieht's da unten aus? Gerade Zugnummer, das ist unserer. Der kommt. Eine Lok oder ein Güterzug. Izikovic ist auch wieder frei. Oh, sogar Stärke 4. Schwierigkeitsstufe 4, meine ich. Aber unser System geht nicht wirklich auf. Ich meine, der wird schon ein paar Meter aufgeholt haben bei dem kurzen Stück. Na gut, ich kann ja auch nicht sehen, dass ein Güter zukommt. Ich kann bloß anbieten bis zum nächsten Abschnitt und dann muss sich der nächste Fahrdienstleiter darum kümmern. Das ist dann ja nicht mehr mein Thema. Wird er denn schon ausgebremst hier oben? Nö. Er hat immer noch seine vollen 160. Der fährt immer noch seine. Moment, der wird abgebremst. 47. Lässt er den jetzt doch vor? Ja, das ist doch cool. Kann man da irgendwas sehen? Hier ist eine Weiche. Hier ist eine Weichenverbindung, der Güterzug muss warten, dann lässt er den Schnellzug wirklich vorfahren. Vielleicht, weil der im Gegengleis kommt, keine Ahnung. Bei uns sieht noch alles sauber aus. Alles ruhig. Dann ging unser System doch auf. Mit Glück, aber es ging auf. Gehört halt auch einfach mal mit dazu. Bisschen Glück muss man haben. So, jetzt wurde er wahrscheinlich runtergebremst, 114. Er kann die Weiche mit 100 befahren. Na, das ist ja auch recht schnell. Wenn der dann durch ist, kann er einen Güterzug losschicken und den hinterherfahren. Dann macht der 14.1.31 zwar noch mehr Verspätung. Aber ich bleib dabei, am Ende hat alles der Bot kaputt gemacht. So, jetzt fragt er, ob der den Güterzug natürlich über das Gleis schicken kann. Logischerweise kann er das. Für den Zug. 42, 34, 60 ist Gleis 2 selbstverständlich frei.
Auflösen, entgegenstellen, ich nehme an. Und wir haben wieder unsere ganz normale Fahrtrichtung. Perfekt. Dann gucke ich mal derweil in den Fahrplan. 42, 34, 60. Ist dann jetzt auch abgefahren, alles klar. Der hat bei uns keine Standzeit. Können wir den zumindest schon mal in den Bahnhof reinnehmen? Der wird jetzt auch ein Momentchen brauchen. Ich weiß nur nicht, ob wir noch was vom Norden kriegen. Aus Itzikowitsch kriegen wir theoretisch auch einen Güterzug. Der soll um 17:37 fahren. Dann kriegen wir den 14:1:31. Der fährt aber erst um 18:01 bei uns. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bedeutet, das nächste, was hier eigentlich kommen müsste, dürfte, ist ebenfalls ein Güterzug. Ich glaube, dann hat der Verkehr hier doch schon leicht zugenommen. Sind hier vorher auch schon Güterzüge gefahren? Ich habe das gerade nicht so richtig auf dem Schirm. Ich meine aber nicht. Ich hatte doch sonst nie Güterzüge gehabt. Hier Olchamowitz, da die kleinen Bahnhöfe. Pilitschowitz, da fahren die ja durch, da kommen die her. Nicht, dass ich mich jetzt spontan dran erinnern könnte. Und da wird der Server neu gestartet. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Ich will natürlich dann wieder zurück auf den DE2-Server. Na gut, dann habe ich mir das Stellwerk aber zumindest mal kurz angeschaut. Auch wenn viele Pausen dazwischen waren, aber auch direkt mit einer seltsamen Betriebslage. Also gar nicht so schlecht eigentlich. Dann gucke ich jetzt mal gleich auf DE2 nach Itzikowitsch, wenn da die Schwierigkeit bei Stufe 4 liegt. Mal gucken, wie da aussieht. Müssen wir jetzt natürlich noch einen kleinen Augenblick abwarten, bis der Server auch wieder da ist. DE2, da ist er doch wieder. Itzikowitsch, dann schauen wir uns das direkt. Das sieht aber vom Gleisplan her auch interessant aus. Okay, eben noch im Nachbarstellwerk Poludny gewesen. Jetzt sind wir hier in Itzikowitsch. Ah, da werden noch ein bisschen die Texturen verändert und angepasst. Vier Gleise, fünf, sechs Gleise, Abstellbereich. Also hier hat man definitiv Platz, so viel steht schon mal fest. Was ist das hier? 24, 33, 65. Von der Uhrzeit her auch die normale Uhrzeit. Das müsste der sein, auf den wir, wenn, dann eben gewartet hätten. Hier geht's nach Poludny. Das ist das Stellwerk, wo wir eben gesessen haben. Und dann haben wir hier ein mehr oder minder monströses Bild von Abstellanlagen. Die zwei Gleise in der Mitte, die durchgehen. Wie sind die denn beschriftet? Die sind auch mit 1 und 2 beschriftet. Das ist schon mal schön. Das macht das Ganze recht einfach.
Hier noch ein paar Abstellgleise. Und keine Ahnung, wo es hier hingeht. Das ist wahrscheinlich. Naja, man kann eine Rangierstraße einstellen. Macht aber irgendwie keinen Sinn, oder? Da ist ja nichts mehr. Wagonovia. Wagonovia. Wie auch immer. Und hier haben wir Razzits und der irgendwas. Okay, die sind jeweils wohl mit Anfragen. Mal gucken, was der Fahrplan dazu sagt. Nach Razzits. Linie 574 wird auf jeden Fall schon mal bedient. Fahren Züge dorthin. 574, also das habe ich jetzt. 573 haben wir auch. Also es gibt Züge, die dahin fahren. Ich sehe nur auf die Schnelle keine, die von dort kommen. Zumindest nicht laut Fahrplan. Okay. Gucken wir uns das mal ein paar Minütchen an, was wir hier so machen können. Momentan ist es recht ruhig. Kann mal nebenher die Map aufschmeißen. Nochmal einen neuen Blick, jetzt wo alles resettet wurde, einschmeißen. 65 fährt von uns weg. 42, 34, 60, der kommt. Und dann gibt es eben hier diese Abzweige. Hier steht auch Razzits bei, also das werden diese Abzweiggleise sein, die wir bedienen. Links und rechts. Ich habe aber auch schon gesehen, dass hier Züge stehen. Das ist das, was mich am meisten wundert. Die kommen doch normalerweise auch von da. Es würde mich wundern, wenn es nicht der Fall ist. 26, 14, 1, 33, der kommt. Die Zugnummer kommt mir irgendwie so bekannt vor. Hatten wir den nicht eben schon gehabt? 14, 1, 33. 13, 33 ist durch. Ach, 14, 1, 31 war es. Das ist der, der noch warten musste, damit der 1333 vorbeifahren kann. Wie wir sehen, alles zurückgenommen. Reihenfolge wieder normalisiert. Aktuell ohne Verspätungen hier die Züge unterwegs. Und in Poludny hat sich jemand anders angesiedelt. Der Scharfschütze 1405 ist da jetzt. Okay, ja, wir warten mal ab. Wir haben momentan keine Fahrten. Ich bin hier am Rumscrollen wie ein Irrer, ich weiß. Dann. Nehme ich die Karte erstmal wieder aus dem Bild. Und wir behalten den Stelltisch im Auge. So haben wir alles gut abgedeckt. Warten wir auf die Dinge, die da kommen. Okay, 42, 34, 60 ist dann jetzt abgefahren. Wir schauen mal, wo der hin muss. Der muss nach Linie 574. Der muss nach hier oben. Da kommen da auch schon. Wie kriegen wir den denn jetzt am besten da hoch? Der kann hier übersetzen. Das kriegen wir hin. Wir könnten den auch direkt hier hochschicken. Dann ist der schon mal vorher weg. Hier, da und geht nicht. Das heißt, wir müssten den hier, dort und noch einen höher. Hier hinschicken. Okay, man muss erstmal ein bisschen durchblicken bei dem Gleisplan, aber schwer ist es im Prinzip nicht. Trotzdem muss man ja gucken, wie die Weichen liegen. Dann ist der da oben und dann können wir den nach 574 nachher auch ganz bequem rausfahren. Dann muss ich jetzt nur mal schauen.
Fahrt vom Gegengleis freigeben. Die Spitze zeigt nach hier. Also fahre ich den Zug im Prinzip im Gegengleis. Okay, was haben wir denn hier? S und R. S und R. Also sind das nicht die hier, sondern ich brauche die hier oben. Da zählt das mit dem Gegengleis gar nicht mehr. Erlaubnis wechseln, schließen, lösen und Einstellung vornehmen. Okay. Da der noch ein bisschen braucht, wir sehen ihn ja nicht mal, werde ich hier erstmal nicht so weit aktiv. Lassen wir den Zug jetzt erstmal reinkommen. Hier kommt noch irgendwas rein. Mal schauen, was ist das denn? Was könnte das sein? Von, wie der Ort auch immer ausgesprochen wird, Stralki. Stralki, glaube ich, das. Nee, ich versuche es erst gar nicht. Lassen was. Dann müsste jetzt der 14.1.33 kommen. Er ist zumindest der nächste, der angekündigt ist. Und da fällt mir ein, da sitzt die AI. Hier ist er falsch am Telefon. Mit dem müssen wir gleich sprechen. Die Frage ist nur, wie heißt das Gleis? Tor 2 und Tor 1. Okay, das brauche ich aber jetzt noch nicht machen. Der Güterzug ist nämlich immer noch zig Kilometer entfernt. Haben die bei uns einen Halt? Nö, haben sie auch nicht. Okay. 14.1.33 ist jetzt abgefahren. Den können wir dann zumindest schon mal bis dahin durchziehen. Dann haben wir so eine grobe Richtung, wo wir gleich darauf achten müssen, wo wir die Fahrstraßen einstellen. Und der Güterzug braucht und braucht und braucht. Ah, da ist er, 90. Daher vermutlich das Problem. Noch einen Block weiter. Na gut, dann kündige ich den jetzt schon mal an. Dann braucht er bestimmt noch 3 Minuten, bis er hier ist. 42, das ist der hier. Und wir hatten gesagt, das ist Gleis 1. 42, 34, 60 auf Gleis 1. Streckenblock ist frei. Dann aktivieren wir mal hier unsere Anfrage. Angenommen, Weichen sind gestellt. Ziehen wir den direkt durch, der 14. 14.1.33 wird uns hier ja nicht groß aufhalten, außerdem dauert das scheinbar auch noch Ewigkeiten. Also es sind hier lange Fahrstrecken, so viel steht schon mal fest. Da hat man zumindest Zeit, ein bisschen zu reagieren. Finde ich also an der Stelle auch gar nicht so schlecht. Auch wenn es wirklich lange dauert. Aber man kann nicht mal bis da hinten hinschauen. Was ich aber machen könnte, wenn ich sowieso gerade mal hier bin. Jetzt habe ich das eben verpasst in dem kleineren Stellwerk. Ich kann hier schon mal ein kleines Bildchen aufnehmen. Damit wir den Chat im Auge behalten, machen wir das mal so. Dann können wir uns
Hier hinstellen oder lieber auf die andere Seite? Na, stellen wir uns mal so auf die andere Seite, dann haben wir auch nochmal ein schönes Bild. Zack. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von, Hilfe, ich komme hier nicht raus, von außen an. Okay, erhöhter Schwierigkeitsgrad. Wir gehen von Erde auf eine Betonplatte. Und dann gucken wir mal, das sieht doch schön aus. Wenn wir es so machen. Hier ist das Gras ein bisschen im Weg, aber da kann man noch ranzoomen. Ah, haben wir noch ein schönes Bild. Dann machen wir auch hier einmal unsere F12-Taste und dann haben wir zumindest drei schöne Bilder von diesem Stellwerk, die ich immer mal zwischendurch verwenden kann. Ups, erhöhter Schwierigkeitsgrad, die letzte Stufe. Ich glaube, sonst hier rumlaufen müssen wir nicht. Da gibt es sicherlich andere Streamer und auch YouTuber, die da schon Videos von eingestellt haben. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Dann bewegen wir uns mal wieder zurück ins Gebäude. Moment, das ist doch was ganz anderes. Das ist ja eine Lok. Das ging jetzt aber plötzlich schnell. Der muss nach 573. Die Lok muss also hier unten hin. Dann fragen wir direkt mal an. 22, 30, 34 auf Gleis 2. Ist auch frei, sehr gut. Dann kann ich den hier nämlich schon runterschicken. Setzen erstmal wieder alles auf gerade. Ich schicke den runter, stelle hier die Anfrage. Dauert dann ein Momentchen und dann können wir den tatsächlich auch rausschicken. Und durch. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Irgendwas hat hier gerade nämlich nicht so richtig hingehauen, wie ich mir das vorstelle. Wo ist denn mein Bot, der mir noch mal schön sagt, was hier gerade passiert ist? Der reagiert ja gar nicht so, wie er soll. Toll. Auf jeden Fall vielen Dank für das Follow. Für den Follow an der Stelle. Der Name sah jetzt auf dem ersten Blick, auf dem schnellen Blick so auf dem Bildschirm doch recht verwirrend aus. Ich wollte jetzt gerne nochmal nachgeguckt haben, aber irgendwie ist mein Bot heute nicht so aktiv. Ist schon schlafen gegangen. Oder wahrscheinlicher heute erst gar nicht aufgewacht. Vierzehn, den haben wir dann auch hier. So, checken wir den durch. Dann ist der 42, 34, 60, jetzt aber zumindest abgefahren. 42, 34, 60, abgefahren. Da schleicht dann noch ein bisschen. Mal schauen, wie es jetzt mit dem anderen aussieht. Er fährt ja auch nur 40 aufgrund der weichen Verbindung. Das ist natürlich schlecht. Oder langsam. Eigentlich natürlich auch nicht so tragisch. Wir haben hier so viele Abstellgleise. Aber bevor es hier mal zu einem richtigen Stau kommt, ich glaube, da sind wir schon relativ gut unterwegs auf dem Stellwerk. Da kann uns nicht viel passieren. Jetzt muss ich nur gleich nochmal nebenbei schauen, warum der Bot denn nicht so will, wie er soll. Das dauert aber auch.
Ja, wahrscheinlich ist er nachher auf einer Abbiegerspur. Dann kann der da hinten sowieso nicht wirklich heizen. Der andere braucht auch noch ewig. Also der Streckenabschnitt hier, der hat es wirklich in sich. Wenn ich mir vorstelle, 14.133, wenn er die ganze Zeit mit 140 hier unterwegs war. Da hat man Vorlauf ohne Ende, da kann man richtig schön vorausplanen. Prinzipiell zumindest, da müsste halt nur ein bisschen mehr Verkehr hierher. Da kommen da vorbei. Moment mal, was ist das denn? So eine Lok mit so einem Zug? Okay. Als 42. Als 22, 30, 34, bitte. Was ist das? Eine Leerfahrt? Eine Überführungsfahrt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Wagen. Würde mich jetzt mal interessieren, wo der herkommt. Den wird man dann ja mit Sicherheit auch fahren können. Dann ist der Fahrplan doch ein bisschen größer geworden, scheinbar. Ja, das ist ja cool. Also, das überrascht mich jetzt echt. Eine Trax vor einem Personenzug. Das ist ja die Lok, die auch auf der rechten Seite das Bedienelement zur Türöffnung hat. Das finde ich schon ganz cool. Da merkt man zumindest wieder, dass sich im Spiel was tut. Dann haben wir aber den einen weg, der ist weg und da kommt jetzt der Schnellzug. Den haben wir, glaube ich, schon durchgezogen. Muss jetzt mal sicherheitshalber gucken. Ja, ist er. Dann können wir Razzis Bescheid sagen, dass 22, 30, 34 nur auch abgefahren ist. Und wir können Volutnir sagen, dass der 14.133 gerade bei uns abgefahren ist. Okay, sehr schön. Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Also davon, dass es diesen Zug hier gibt. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie der Wahnsinn. Wir hätten schon so Kleinigkeiten begeistern können. Das ist unglaublich. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal einen Blick reinwerfen, was mein Bot hier tut. Oder genauer, was er eigentlich nicht tut. BMW Prototype. Das war mein letzter Follower. Vielen Dank an dich und für dein Follow. Jetzt kann ich es nämlich gerade mal zwischendurch ablesen. Prototype, vielen Dank für dein Follow und willkommen bei den Hollies. So, dann startet jetzt mal die Konzentration, um zu schauen, was mein Bot denn hier tut. So, Konzentration, Konzentration, Konzentration.
Jetzt kommt der Härtetest. Da ist er, da dürfte er jetzt wohl auch wieder zukünftig reagieren. Es hat mich irgendwie verwundert. Scheinbar war er nicht mehr richtig eingestellt, warum auch immer. Er ist wieder da. Er sollte also die nächste Ankündigung hoffentlich auch wieder verbreiten. Gut. Fall gelöst. Sonst kommt hier momentan nichts. Dann nochmal der akribische Blick in den Fahrplan. Und auf die Karte, das sieht aber momentan sehr ruhig aus. 17:59 Uhr haben wir einen. Das ist der 41:30 Uhr, ist noch bei Pilichowitz. Dann haben wir den 14:35 Uhr, der kommt um 18:09 Uhr. Der muss nach Poludnir. Hier. 41:30 Uhr von Poludnir. Nach wie auch immer dieser Ort heißt. Und von da kriegen wir den 1435. Wobei ich gerade sehe, da ist noch ein anderer Zug, der könnte vielleicht davor kommen. 41:128, der ist jetzt 14 Kilometer weg bei Poludny. Der Schnellzug ist auch bei Poludny. Wahrscheinlich gibt es dann Überholung. Dann ist es natürlich doof, jetzt schon die Fahrstraßen einzustellen, wenn ich gar nicht weiß, was kommt. 14:35 ist noch 35 Kilometer weg. 31:32 kommt aus der anderen Richtung. 13:35, der ist auch noch 53 Kilometer weg. Also der Rest ist wirklich noch weit weg, wenn ich das so sehe. Nur die zwei Züge aus Kolodny. Während der eine hält und der andere gleich vorbeifahren wird. Das heißt, ich ziehe einfach mal die Fahrstraße durch. Haben wir noch irgendwo eine Weiche gestellt? Nicht, dass wir ihn aus dem Falsch schicken. Nach LK4. Dann ist das nämlich passiert. Sehr gut. Und ja, trotz der Unterbrechung, die ich eben hatte, dadurch, dass es kurz an meiner Tür geklingelt hatte und dass wir eigentlich erst eine Stunde dran sind, aber jetzt die Möglichkeit dazu haben, würde ich einfach vorschlagen, gönnen wir uns noch mal eine ganz kurze Auszeit zur frischen Luft, Getränke holen, bevor wir nachher hier in den vollen Stress reinkommen, wenn die ganzen Züge anrollen. Also vorausgesetzt, es gibt Stress. Aber ich hoffe, dass wir natürlich aus der anderen Richtung, auch wenn es im Fahrplan nicht angegeben ist, hier aus Razis irgendwie auch Züge bekommen, die einfach aktuell nur nicht im Fahrplan drinne stehen. Also ich werde da immer mal ein Auge auf die Karte halten, in der Hoffnung, dass sich da irgendwas tut. Ansonsten warten wir jetzt erstmal, bis der Schnellzug kommt. Es dauert leider noch ein bisschen. So viel Verkehr ist dann doch noch nicht, dass wir hier Riesenstress haben. Es sei denn, die Züge werden irgendwo aufgehalten. Dann könnte es natürlich wieder stressiger werden, wobei hier im zweigleisigen Abschnitt meistens sind die bis dahin schon längst sortiert. Also zumindest die, die aus Poludny kommen, sind bis dahin sortiert. Das Gute aber ist, bei dem großen Gleisbereich weiß ich zumindest aus Poludny, dass derjenige Zeit hat. Wenn man da mal gemeinsam fährt, hat der genug Platz, dass da Möglichkeiten gegeben sind, auch anders zu fahren im Notfall. Na gut, da wir wie gesagt noch etwas Zeit haben, bis die nächsten Züge hier aus der Richtung aufschlagen. Ich denke, bis dahin bin ich auch gleich schon wieder zurück. Sage ich, machen wir eine kurze Pause. Gönnt euch frische Luft, gönnt euch was Neues zu trinken und dann hören wir uns hier gleich in ein paar Minütchen wieder zurück.
So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid alle genauso ausgeruht und fit wie ich, zurück in den Stream gestartet. Dann gucken wir mal, der Schnellzug, der kommt jetzt hier durch. Wir haben eine Ankündigung gekriegt zum 14:35, der kommt dann auch gleich aus der anderen Richtung. Sehr schön. Dann haben wir hier zumindest nichts verpasst. Uhr wurde uns auch angekündigt. 41.128 ist um 18 Uhr abgefahren von Polutny, ist uns auch angekündigt. Hätte der da nicht halten sollen und eine Überholung bekommen? Hm, auf jeden Fall steht der Schnellzug aktuell, also keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das soll ja auch nicht unser Problem sein. 13:35 ist dann auch schon abgefahren. Der kommt dann auch gleich hinterher. Sehr gut. Dann haben wir einen 14:35 und den 13:35. 18:09, 18:09:10. Dann können wir den eigentlich schon mal durchschicken. Okay, mal kurz einen Blick auf die Karte schmeißen, ob hier sonst irgendwo was rumsteht. Nö. Interessanterweise ist Polutny besetzt. Der 4130 kriegt da aber keine Einfahrt. Weil der 14, ach, der hat den 14133 noch vorfahren lassen. Okay. Ist wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie das, was wir hatten mit den Zugkreuzungen, die dort entstehen. Das lässt sich ja nun mal leider nicht vermeiden. 41.128 ist abgefahren, da sagen wir noch kurz Bescheid. Einundvierzig ist hier weg. Tja, dann sieht die ganze Welt wieder ruhiger aus. Kann man hier noch irgendwas machen? Wir müssen das hier nicht zurücknehmen. Kannst ja mal versuchen, aber da passiert nichts. Lösen müssen wir es eigentlich auch nicht. Das macht alles keinen Sinn. Nö. Das werden die schon machen, wenn es soweit ist. Also, die CPU wird es schon machen, wenn es soweit ist. Dann kriegen wir jetzt den ersten Schnellzug hier durch. Müsste jeden Augenblick am Horizont auftauchen. Da tut sich was. Auf 120 muss der ja runterbremsen und fährt dann hier gerade schön an uns vorbei. Aus der anderen Richtung tut sich irgendwie noch nichts. Da warten wir mal ab. Wir können aber den hier schon mal vormelden. Der nächste ist noch weit weg. Also 14:35 für Polutny. So, dann haben wir den erledigt. Wenn der jetzt durch ist, können wir den nächsten Schnellzug ja eigentlich auch schon durchziehen. Die sind ja dann doch ein bisschen schneller unterwegs. Dreizehn:35 heißt der. Okay. 13:35. Auch den kriegen wir hier problemlos abgehandelt. Was mich wundert, 41:30
Steht immer noch in Polutni? Nee, er hat sich mittlerweile in Bewegung gesetzt. Paar Güterzüge kriegen wir dann auch noch hinterher. Gut, es ist ein größeres Stellwerk, das ist auf jeden Fall erfreulich. Ich würde jetzt fast sagen, es müsste theoretisch noch ein bisschen mehr Verkehr hierher, aber eigentlich muss man es auch nicht übertreiben. Wenn die Betriebslage ruhig ist, wie es halt immer so ist, ne, dann klar ist es ein recht ruhiger Job. Dann kommt nicht so viel auf einen zu. Wenn aber die Betriebslage mal ein bisschen nachlässiger wird, viele Verspätungen oder auch Verfrühungen, es kommt ja immer darauf an, wie die Züge dann weitergeschickt werden, dann kann das ja auch schon mal Probleme verursachen. Dann ist man froh, dass man noch so viele Gleise zur Verfügung hat. Allerdings momentan halt, jetzt, wir haben ja eine recht ruhige Betriebslage. Ja. Können wir halt nur warten, ne? Momentan ist dann nicht wirklich mehr machbar. Was wir natürlich gleich noch machen könnten, wir sind ja jetzt ein paar Minütchen hier auf dem Stellwerk, wir waren eben ein paar Minütchen, 41:30 ist jetzt abgefahren, wir waren eben auch ein paar Minütchen in Polutny. Mich hat immer noch gewundert, warum kannte ich das Stellwerk nicht? Mir ist es, glaube ich, ein bisschen in den Sinn gekommen. Ich habe mir das Stellwerk nie angeschaut, weil es halt da oben an der Strecke ist, wo nicht so viel passiert. Da gab es ja auch das Stellwerk hier noch nicht. Ich vermute einfach, dass mein Gedanke mich dahin getrimmt hat zu sagen, ah nee, brauchst du dir nicht angucken, weil zweigleisige Hauptstrecke, nicht wirklich mehr Verkehr, es war ja noch vor dem Update, vor dem letzten, lohnt sich vielleicht nicht. Es ist jetzt das Einzige, was ich mir da wirklich vorstellen kann, wo ich sage, daran wird es gelegen haben, dass ich hier irgendwie keine Erinnerung an Polutny hatte. Und das hier ist ja nun mal das neue Stellwerk. Das schauen wir uns dann jetzt an. Das ist auch kein Thema. Ja, machen wir hier schon mal alles fertig. Und sind natürlich dann hier mit dem Stellwerk so weit im Zeitraum. Also dadurch, dass ich euch ja auch immer was zeigen möchte, von den Updates her nicht so weit hinterherhängen möchte. Und dann passt das hier sehr gut. Mit Polutny, ja, ging mir irgendwie unter, scheinbar. Ist aber an sich kein Problem. Ich könnte mich eventuell nachher nochmal reinschleichen. Obwohl dann natürlich auch nicht so viel passiert. Im Prinzip haben wir ja alles schon gesehen, ne? Die Schwierigkeit liegt da. Da kommt der andere durch. Das ist der 13. 35. Im Prinzip liegt die Schwierigkeit natürlich bei dem Polutny-Stellwerk da, dass man nur einen Bahnsteig zur Verfügung hat, an dem man Züge aus beide Richtungen fahren muss. Plus die Schnellzüge, die eventuell Überholungen machen. Ja, da muss dann der ein oder andere halt mal stehen bleiben. Ja, warten wir mal auf die nächsten Züge. Aus dem Norden dürfte laut Fahrplan jetzt gar nicht so viel kommen. 41:30 ist jetzt der, der durchfährt. 31:32, den kriegen wir dann auch noch aus der Richtung, der müsste dann hinterherkommen. Wobei auch wieder die Güterzüge da sind. Da kriegen wir dann nachher wieder einen Güterzug, den wir hier oben durchfahren müssen, plus diese, was auch immer das für eine Fahrt ist, mit Passagierwagen, der hier runterfährt.
So, die Abschnitte werden rot, der dürfte also auch gleich hier hinten irgendwo auftauchen. Einundvierzig. Ist aber nicht schlecht. Das gibt einem auf jeden Fall schon mal wieder die Möglichkeit, sich auch hier oben ein bisschen als Fahrdienstleiter einzunisten. Sonst war ja der Süden immer das Interessanteste. Mit diesem Stellwerk und noch weiteren wird es auch hier oben immer spannender. Auch als Fahrer wohlgemerkt. So, da brettert er vorbei. Dann haben wir hier scheinbar schon einen roten Abschnitt. Nicht scheinbar, da ist ein roter Abschnitt, da kommt dann das nächste hinterher. Ich lasse mich mal überraschen, was das für einer sein wird. 42, 34, 62. Danke, damit ist meine Frage beantwortet. Das ist einer der Güterzüge, die wieder hier oben hin müssen. Über die 574. Irgendwie kommen jetzt gefühlt die nächsten drei Züge aus Polutny. Der nächste aus der rechten oder von der rechten Seite ist der 14.135. Der ist noch 60 Kilometer weit entfernt. Der kommt erst um 18.52 Uhr hier lang. Ja, haben wir noch Platz. Also, der fragt noch, was hier weggefahren ist. Genau, das war der 41.30. Das beantworten wir ihm natürlich gerne. Sehr gut. Tja, und dann warten wir mal wieder auf den Güterzug. Der braucht natürlich eine gewisse Zeit. Also ich denke, dass hier auf jeden Fall noch was zukommen wird, auch was das Stellwerk betrifft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier Schwierigkeitsstufe 4 sein soll, wenn man doch im Prinzip gar nicht so viel machen muss. Das wird dann im zukünftigen Verlauf sicherlich noch wesentlich anspruchsvoller werden. Das Schöne ist, dass die Stellwerke, auch wenn das hier jetzt was größer ist, auf jeden Fall unserem Titel gerecht werden, nämlich einem gemütlichen Stream hier hinterzulegen. Ganz entspannt, ohne viel Druck. Einfach ein paar Züge langfahren. Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann die Weichen schon mal wieder entsprechend umstellen. Wie habe ich den denn eben gefahren? Eben habe ich den direkt hier oben rumgefahren, jetzt kann ich den ja mal hier rumfahren. Das wäre dann das hier und dieses. Dann habe ich die Möglichkeit, den Zug nämlich schon mal in den Bahnhof zu ziehen. Und in ein paar Minütchen, wenn ich ihn irgendwann mal wieder hier aufploppen sehe, dann können wir den auch vormelden. Vorher bringt das eigentlich nicht wirklich viel. Ach, da ist er ja schon.
42, 34, 62. Nach 574. Das passt. Theoretisch könnte ich ihn jetzt mal anfragen. Oh, der holt jetzt aber plötzlich ziemlich schnell auf. Was war denn da eben los? Das geht dann hier hin. Da die Fahrstraße noch nicht zurückgenommen wurde, gehe ich eigentlich davon aus, dass das passen müsste. Trotzdem frage ich mal sicherheitshalber. Falsch, das ist sogar die falsche Richtung. Gleis 1 war es. Witzig, dass er sagt, dass Gleis 2 aber frei ist. Gleis 2 schickt ihn doch in die falsche Richtung. So, jetzt kriegen wir den Bot ans Grübeln. Ah, nee, doch nicht. Er sagt einfach, ist frei. Fahr ist frei. Dann fahren wir ihn da hoch, Gleis 1, das passt. Da ja nichts zurückgenommen wurde, müssen wir uns da sonst keine Gedanken machen. Dann bin ich mal gespannt, wie der jetzt gleich fahren wird. Wir sind ja mit dem Stellwerk auch ungefähr hier so in dem Bereich, schätze ich mal. Hier laufen die Weichen zusammen, das müssten dann die hier sein. Das heißt, wir müssten uns tatsächlich irgendwo hier befinden, da wo die ganzen X'e sind. Okay, da kommt er auch schon ins Bild. Das kann ja gar nicht so lange dauern, bis wir den dann jetzt hier auch sehen. Dann ist der nächste eigentlich der 22, 30, 36. Wobei ich gerade bei mir im Fahrplan sehe, dass wir normalerweise auch noch einen 31, 32 bekommen müssten. Denn der 22, 30, 36, den ich noch erwarte, kommt erst in 22 Minuten. Ne, soll erst in 27 Minuten hier sein, ist aber auch noch 80 Kilometer weit weg. Der wird also irgendwie Verspätung haben. Das Gute an der Geschichte ist, ich konnte gerade mal schauen, wo der Zug denn überhaupt herkommt. Und er kommt irgendwie aus Richtung Knapowka. Also die werden in Knapowka eingesetzt und fahren dann über Polnok, Olchamowitz, Pilichowitz, Polutny und Ezekowitsch und sind dann wieder raus. 24, 33, 67. Dann müssen wir auch gleich mal gucken, was das für einer ist. So, dann haben wir den nach Gleis 1 gefahren. 24, 33, 67. Der kommt von Razis, von Razic, von wie auch immer. Normalerweise müsste der dann von hier kommen, von 573. Das kann ich allerdings nicht sehen. Kann ich das diesem Bildschirm entnehmen?
24, 34, 62 von Poludny nach Icikowicz. Okay, wir haben keinen anderen hier. Von Poludny nach Icikowicz, von Icikowicz, von Strzalski. Okay, das ist dann der hier. 24, 33, 37. Von Icikowicz, ROZ 18. ROZ 18, ROZ 18. Es steht also immer das Gleiche dabei. Wird nicht genau erwähnt, wo der jetzt wirklich herkommt, ne? Aber ich kann hier halt nichts machen, das muss er erfragen. Aha. Jawohl, dann kriegen wir also doch Züge von dort. Und dann sagen wir Gleis 2, 24, 33, 67, Gleis 2 ist frei. Derweil können wir die Weichen wieder zurückschalten. Er hat die Anfrage gestellt, wir lassen die zu, aber nicht für das obere Gleis, sondern für das untere. Siebenundsechzig und der muss nach Poludny. Dann fahren wir ihn erstmal gerade durch, da steht er uns nicht im Weg. Obwohl sonst aus der Richtung auch gar nichts kommt, also eigentlich haben wir hier Platz ohne Ende. Der hat Einfahrt bekommen, das ist auch in Ordnung. Zweiundvierzig, 34, 62 war der, den er uns geschickt hat. Ansonsten kommt von da oben scheinbar gar nichts. Da fehlen aber doch noch Züge. Was ist denn da los? Einunddreißig, zweiunddreißig, der steht noch in Poludny. Ohne Grund. Okay, keine Ahnung, was da los ist, was da schief läuft bei ihm. Scheint wohl nicht so richtig zu klappen aktuell. Na gut, lassen wir uns mal überraschen. Wir kriegen jetzt erstmal den Zug hier von der Nebenstrecke. Fahren ihn geradeaus durch in den Bahnhof, können den dann hier hochfahren. Eine Ankündigung habe ich noch nicht, weder von da noch von da. Der andere ist hochverspätet. 18:52 Uhr erst von hier der nächste. Ja, und der verspätete Schnellzug, der eigentlich von hier kommen müsste, der steht immer noch. Dann kann ich leider auch nichts tun. Ich kann nur fahren, was ich kriege. Das tue ich. Und nebenbei vielleicht mal so den ein oder anderen Schluck Cola trinken. Bisschen Schleichwerbung. Coca-Cola oder Pepsi, beides gut. So, was tut sich denn hier? 53. Er beschleunigt zumindest. Also er ist unterwegs zu uns. Mal gucken, wann er hier aufschlägt.
Obwohl, so groß ist der Abzweig ja normalerweise auch nicht. Ah. Zumindest ein Streckenblock schon mal vorgesprungen. Ankündigung von hier haben wir immer noch keine. Na, dann stehe ich dem Ganzen doch sehr entspannt gegenüber. Neunzig, wahrscheinlich ist er schon auf der Geraden und hat den Abzweig jetzt hinter sich gelassen. Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Er fährt zumindest schon mal auf Gelb zu. Ich kann ihn ja, da es immer noch keine Ankündigung gibt, schon mal hier durchfahren lassen. Dann müsste nämlich das hier auch gleich grün werden. Obwohl nein, er fährt ja in den Bahnhof ein und dann noch in den weichen Bereich. Und durch die automatische Geschwindigkeitsreduktion, die sich daraus ergibt, bleibt das Signal orange. Da Köder. Sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus von hier, wahrscheinlich wegen den Beleuchtungs- und Sonneneffekten. Ah. Okay, hat sich das auch schon wieder erklärt. Er war wahrscheinlich einfach nur zu weit weg. So, ich hätte ihn jetzt auch hier schon hochfahren lassen können, dann hätte der nicht so lange schleichen müssen. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Direkt hier hochschicken, dann fährt er nämlich über dieses Signal und könnte schon Vollgas geben, während er hier natürlich noch mit der weichen Verbindung ausgebremst wird und dann erst hier Vollgas geben kann. Aber gut. Das ist ja jetzt nicht genauer vorgeschrieben oder definiert, also dem Bot wird es auch vermutlich nicht groß interessieren. Da haben wir nicht viel falsch gemacht. Sehr gut, dann ist er jetzt durch. Sieht ein bisschen trostlos aus, ne? So viele leere Gleise. Schön wär's, wenn man da auch so ein paar standardmäßig geparkte Züge hätte. Ich weiß nur nicht, wie performancelastig das dann wird. So, dann sind wir hier durch. Falsch. Der hier ist es. Dann lösen wir erstmal wieder die Fahrstraße auf. Für den Fall, dass wir die nachher brauchen. Der Bot macht es zwar nicht, aber wir machen es. Und derweil gucken wir nochmal in den Fahrplan rein. Ich ziehe den mal hier rein. Der 3132, das ist der, auf den ich schon eine Zeit lang warte. Mittlerweile 32 Minuten. Steht immer noch im Polutni.
und kommt da nicht vorwärts. Der Blick auf die Karte zeigt, dass in Polutny eigentlich jemand vor Ort ist, den Zoo aber nicht losschickt. Mal schauen, wie sieht's denn hier aus? Pilitschowitz ist gar nicht besetzt, also. Wundert mich gerade ein bisschen, was dort passiert. Also, oder es wundert mich, dass dort nichts passiert, sagen wir es mal so. Und dann kommt eine Chatnachricht reingeflogen, ist abgefahren, ist abgefahren. Ach ja, den 14.135, den wir jetzt kriegen. Und wir können den 24.33.67 dann eigentlich vormelden. Und hier kriegen wir jetzt den 14.135. Der 14.135. Ist aber auch noch recht weit weg. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auf der einen Seite ist es zwar dann momentan ein bisschen trostlos, wenn wir nicht mal Züge aus der Richtung mehr geschickt bekommen, auf der anderen Seite alles, was aufhält, sorgt natürlich dafür, dass wir im späteren Spielverlauf auf jeden Fall noch auf einige Schwierigkeiten stoßen könnten. Das lässt sich natürlich jetzt nur schwer absehen. Wenn ich wüsste, was ich nicht weiß. Bleibt aber nichts anderes übrig. Ich fahre erstmal drauf zu. Ich weiß weder was von der Störung, noch theoretisch offiziell, wenn ich jetzt nicht auf die Karte geguckt hätte, dass da Züge stehen, ne? Also der Fahrplan sagt mir ja im Prinzip auch nur, dass der Zug eigentlich kommt und jetzt Verspätung hat. Die Angabe, wo er sich befindet und dass er steht statt fährt, ist ja eigentlich auch nur ein schöner Zusatz, den man im Normalfall nicht wüsste. Und ich bin zwar gerne vorbereitet, deswegen gucke ich danach. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn ich es eigentlich nicht wissen dürfte, mische ich mich da auch nicht ein. Entweder kommt da was oder da kommt eben nichts. Bis jetzt weitere Züge da hinten aufschließen, dauert ja auch noch ein bisschen. Also da war ja auch noch alles frei. Da ist ein 41.130 unterwegs, ein 41.32 ist noch in unsere Richtung unterwegs. Die sind gerade in Olchamowitz. Naja gut, die stauen sich dann dahinter auf. Das werden aber noch, wenn das 13 Kilometer sind auf der Karte, ich bin gerade nebenbei auf der Karte wieder am Schauen und am Rechnen. Wenn das so ungefähr 13 Kilometer sind, dann wird der andere noch 13, gute 20 Kilometer weg sein von dem.
Wenn er den also jetzt durchfährt und innerhalb der nächsten 3, 4 Minuten durchfährt, dann wird da auch nicht so viel passieren, ne? Eigentlich ist es aber spannend, das Ganze mal abzuwarten. Pilichowitz ist jetzt übrigens auch besetzt. Da hat sich gerade jemand rein disponiert. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Da noch ein bisschen Zeit ist, kann ich ja eigentlich die Karte noch mal derweil reinholen. Hier tut sich ja auch noch nichts. Der Zug ist noch nicht nah genug. So, dann schauen wir uns das Ganze doch noch mal auf der Karte an. Er steht immer noch. Das ist der Güterzug, den wir ihm geschickt haben. Ob der es jetzt gleich schafft, durchzukommen, er kriegt ja dann auch keine Fahrstraße. Unser nächster Zug ist auf jeden Fall noch etwas weiter weg. Und Pilichowice ist besetzt. Und da kommen dann die beiden nächsten Züge aus Richtung Süden, die ja eigentlich dann hinter dem Schnellzug stehen bleiben müssten und würden. Es wird brenzlig. In, keine Ahnung, ungefähr 10 Kilometern. Scharfschütze 1405. Was macht er jetzt mit unserem Güterzug? Lässt er den auch stehen? Bleibt er vor Einfahrt stehen? Kann der weiterfahren? Fragen über Fragen. Der hat die vollen 90 noch drauf. Der müsste eigentlich längst abgebremst haben, wenn er keine Fahrstraße bekommen hätte. Okay. Ich habe den nicht im Gegengleis gefahren, das will ich an der Stelle noch mal ganz kurz sagen. Warum steht dann der 3132 immer noch darum und das schon seit gut einer Viertelstunde? Ob er den nicht sieht oder nicht gesehen hat? Mal gucken, wie sieht's denn bei uns aus? Also, wir hätten dann zumindest schon mal kein Problem. Der nächste Folgezug ist aber noch ziemlich weit weg, also noch gibt's keine Probleme. Der steht aber immer noch. Der Güterzug fährt auch weiterhin mit voller Geschwindigkeit, also das hat alles geklappt. Ich bin maximal verwirrt. Wenn ich mir das so auf der Karte angucke, macht das momentan nicht wirklich Sinn. Pilichowice ist dann leider auch wieder unbesetzt aktuell. Wir ziehen aber schon mal die Fahrstraße für unseren 14135 durch. Das sollte ich vielleicht mal gerade machen. Nicht, dass der nachher bei uns stehen bleibt. Dann hätten wir noch das gleiche Problem. 14135. Halte bekommt er nicht. Dann können wir den direkt
Direkt durchschicken. Okay. Und ich beobachte noch mal weiter spannend die Karte. Mit dem Schnellzug, der da immer noch steht. Oh, ich schiebe die mal ein bisschen weiter hoch, dann können wir da die Fahrstraße sehen. Oder möchte man hier einen liegen gebliebenen Zug simulieren? Das könnte man natürlich machen. Solange ja nur ein Bot drauf sitzt, stört es ja keinen. Tja, wenn man schon selber nicht so viel zu fahren hat, ne, dann guckt man sich an, wie die anderen fahren. Auch nicht schlecht. Seltsam finde ich es ehrlich gesagt trotzdem. Unser fährt jetzt erstmal durch. Dann schauen wir uns das mal an. Dass wir zwischendurch immer noch ein paar Zugfahrten sehen. 14.135 hier mit vollen 120 Sachen durch unseren Bahnhof. Tja, und dann ist wieder alles ruhig. Bis die nächsten Züge kommen. Da ist die Karte wirklich momentan spannender als alles andere, wenn ich so drüber nachdenke. Wir haben jetzt aus Richtung Norden erstmal wieder lange Zeit nichts. Das wird dauern, bis der bei uns ist. Wir kriegen von dem Abzweig aktuell keinen Zug. Und aus dem Süden, das staut sich ja auf. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, der steht immer noch. Ich bin echt gespannt, was da jetzt gleich passiert. Das ist unser Bot. Und der ist der Zug, der drauf fährt. Er tut sich immer noch nichts. Ich habe so die Befürchtung, es kann ja auch sein, dass es irgendwie ein Geisterzug ist. Einer, der tatsächlich gar nicht da ist oder so.
Ich weiß es nicht. Würde mich jetzt wundern. Bisher hat das nämlich, was man auf der Karte sieht, immer gut gepasst. Ich finde es nur seltsam, dass da sonst keine Züge gefahren werden. 14:35. Ich hätte ja auch mal Bescheid sagen können, dass der jetzt eigentlich raus ist. Fällt mir mal so gerade nebenbei ein. 14:35. Auch wenn es schon ein bisschen her ist, besser als nix. So, und der spannende Blick auf die Karte. Es spitzt sich nämlich langsam zu. Der steht immer noch. Und der hat immer noch die 140 drauf. Ups, das war die falsche Taste. So. 135, er geht runter vom Tempo, also wird er wohl dahinter anhalten müssen. Einundvierzig-zweiunddreißig bremst auch schon runter, 159. Und dann ist glücklicherweise erstmal wieder längere Zeit nichts, bis der hier ankommt. Das ist dann, ah ja, das ist wieder einer von diesen komischen Trucks mit Personenwagen drin. Also zumindest, wenn man der Nummer glauben darf. Ich schätze es jetzt einfach mal so. So, fährt denn unser durch? 124. 118. Hundert. 92. Ich glaube, der bleibt jetzt auch stehen. Steht, steht und steht. Okay, ich muss ehrlich sagen, sowas ist mir dann tatsächlich auch noch nicht untergekommen. Ja, wenn es Störungen gibt, okay, aber nicht in diesem Maße. Da sind ja schon die nächsten beiden, die werden sich dann ja auch noch mit hinten anstellen. Irgendwann ist ja alles voll. 64, der fährt auch Richtung Norden. Jetzt ist Pilichowitz natürlich auch nicht mehr besetzt, Olchamowitz ist nicht besetzt. Der fährt Richtung Süden. Ja, das ist natürlich nicht gut. Was passiert denn jetzt hier? 20? 20? Die können doch nur dann fahren, wenn sie dann ein bestimmtes Signal bekommen. Ich würde jetzt mal auf ein Ersatzsignal tippen oder so. Es ist verwunderlich. Dann muss ich aber sagen, das ist so eine Sache, das gehört sich dann irgendwie nicht mehr. Es sitzen zwar überall nur Bots drauf, ja, man kann ein bisschen ausprobieren, aber ohne jetzt irgendwem auch von den Nachbarn hier Bescheid zu sagen, ich weiß nicht, das ist wirklich grenzwertig.
Meine persönliche Meinung. Sonst ist bei uns ja alles ruhig, also kann ich hier gerne noch mal ein bisschen mit der Karte draufbleiben. Es ist momentan spannender als das, was wir im eigenen Stellwerk haben. Wenn wir keine Züge mehr kriegen, dann nützt uns das ja alles nichts. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, Poludny, wir waren ja eben auf Poludny, wir haben doch nur die Möglichkeit, zwei Fahrstraßen einzustellen. Einmal vom Stelltisch runter in den Bahnhof und Außenbahnhof. Da müssen wir mal gucken, wo ist denn hier der Bahnhof? Kann man das hier irgendwo sehen? Hier ist eine Weiche, hier ist der Bahnhof und der Bahnsteig, okay. Dann stehen die also auch die ganze Zeit vor Einfahrt. Und der fährt gleich auf den drauf. 41,130 und 31,32. Okay, wir kriegen gleich den 1437 und der ist jetzt stehen geblieben. Das heißt, der steht jetzt wahrscheinlich direkt hinter dem Zug. Der Zug steht direkt hinter dem Zug. Der blieb am Signal stehen. Ne, der ist immer noch mit 20 unterwegs. Okay. Die anderen sind schon Pillechowitz durch. Und der 1437 dauert ja auch noch ein bisschen, bis der bei uns ist. Immerhin, der hat jetzt Fahrstraße bekommen. Auch an den Bahnsteig. Mega seltsame Situation. Jetzt schauen wir mal. Der Schnellzug, der braucht noch eine gewisse Zeit. Ich will halt jetzt auch ungern hier weggehen, weil ich eigentlich die Hoffnung habe, wenn es da gleich weitergeht, kriegen wir halt auch die drei Züge sofort auf einen Schlag, ne? Ansonsten sind wir für den Moment ein bisschen aufgeschmissen. Ich finde es auch sehr witzig. Wenn ich hier hingehe, läuft eigentlich alles normal. Wenn ich da hingucke, ist auch alles normal. Sobald ich in die Ecke reingehe, fängt an zu ruckeln. Das ist mir eben schon aufgefallen, aber nur im Stream. Also bei mir im Spiel ist alles okay, nur im Stream ist das am Ruckeln. Vermutlich hat das irgendwie mit der Vegetation zu tun. Ich muss mal gucken.
was meine Einstellungen sagen. Ich habe ja nur auch nicht mehr den modernsten High-End-Rechner, möglicherweise geht mir da ein bisschen was verloren. Das hatte ich aber von vornherein schon drin. Was ist denn, wenn ich hier auf keine gehe? Was hat sich jetzt verändert? Qualität der Hochskalierung hatte ich dann auf hoch. Wenn ich auf keine gehe, kommt die Texturauflösung so. Okay, dann können wir das lassen. Hier war ich eben auf Qualität. Halbe Auflösung ist okay. Sehweite hatten wir extra hochgestellt, auch für die Fahrzeuge. Obwohl die Sehweite ist eigentlich gar nicht so entscheidend, weil wir, selbst wenn wir so weit gucken können, es bringt uns ja gar nichts. Da liegen ja nachher auch gar keine Gleise mehr. Ich glaube, da gehen wir einfach mal runter auf 1600 Meter. Sehweite der Gleise sind ja auch nur 500, der Fahrzeuge 500, der Personen 500. Lotstufe 1, kann man dann irgendwas anderes? Ja gut, kann ich ändern. Lasse ich mal so. Spiegel habe ich angemacht. Qualität der Reflexion im Bildschirm normal, Qualität der Post-Prozess-Effekte normal, Lichtqualität normal. Das reicht auch. Qualität der Wolken könnte man mal auf hoch machen, mal schauen, was dann kommt. Sehweite der Vegetation. Das kann ich vielleicht auch noch mal ein paar Meter runterschrauben. Vielleicht hilft das. Sehweite von Gräsern, Gras zeichnen, Schatten von Pflanzen reduzieren, Vegetation außerhalb des Sichtbereichs löschen. Okay, das könnte natürlich auch noch was sein. Das Limit von Fahrzeugen ist erstmal egal, so viele sieht man sowieso nicht. Dann tun wir das mal anwenden. So, und es ist witzig, dass mein OBS dabei trotzdem ruckelt. Eine geringe CPU-Auslastung, aber OBS ruckelt. Naja, gut, was soll's. Ich kann es momentan nicht ändern. Dann kriegen wir den 1437. Den wir durchschicken können. Und dann werfen wir nochmal einen akribischen Blick auf die Karte, was sich hier bis jetzt getan hat. Das ist der 1437, den wir jetzt kriegen. Ansonsten ist hier alles normal. Und der 14135 steht immer noch am Bahnsteig. Wir haben immer noch die drei Züge. 3132, der steht. 4130, der mittlerweile dahinter steht. 4132, der dann dahinter steht. Und die nächsten Züge sind auch schon angekommen. Der Trax steht, der nächste Pendolino 3134 steht auch. Die stehen allerdings an den Signalen. Das heißt, hier ist momentan Land unter. Fünf Züge bereits. Nicht gut. Da kommt noch ein Güterzug. Ansonsten ist aber auch nirgendwo hier ein Spieler unterwegs gerade, ne? DE2, wie sieht's denn hier aus? Da unten ist noch Zawiersi besetzt. Hier ist einer am Fahren, aber in die falsche Richtung. Ja, hier unten halt die Stellwerke, ne? Aber da fährt der Schnellzug durch. Kann ich den gleich auch melden, aber sonst ist hier irgendwie. Der rückt jetzt auch mittlerweile schon auf. Der rückt auf.
14:37. Oh Gott, wie schreibt man das denn? CZNO und dann Polutni. Leider weiß ich nicht, ob die Entfernung reicht, ob er es überhaupt lesen kann. Zur Not kann ich ihm ja sonst hier oben schreiben. Und siehe da. Auf einmal rührt sich was. Was für ein Zufall. Dauert jetzt natürlich ein Momentchen, bis sich das aufgelöst hat. Da kriegen wir jetzt auf jeden Fall 5 Züge aus der Richtung. Mittlerweile hat der Schnellzug 55 Minuten Verspätung. Also den hat er wirklich 40, 45 Minuten da stehen lassen. Wo muss der denn bei uns hin? Der fährt auf jeden Fall schon mal gerade durch. Müssen wir natürlich jetzt noch warten, bis die Züge angemeldet sind. Das kann dann noch mal ein klein bisschen dauern, bis die jetzt den Weg zu uns zurückgelegt haben. Okay. 31:32 fährt gerade durch.
Von da oben kommt auch wieder irgendwas. Sehr schön. Mal gucken, was das wird. Einunddreißig, 32. Gut, den sind wir ja auf jeden Fall dann schon mal quitt. Dreizehn, 37, den kriegen wir von da oben. Ach, jetzt ist auch plötzlich weg die Meldung. 31,32 nach wie auch immer dieser Ort heißt. Den können wir dann gleich fertig melden, wenn er hier vorbeirollt. Und ich gucke in die Richtung und direkt fängt mein OBS wieder das Ruckeln an. Irgendwie kommt mein OBS damit nicht zurecht. Ich wüsste mal gerne warum. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Das ist natürlich das Schöne an so einem mehr oder weniger lockeren Stream. Diesmal ist er ja wirklich locker. Dass man, wenn man solche Sachen feststellt, einmal in Ruhe drüber gucken kann. Ich weiß aber zumindest, dass die Grafikeinstellungen halt nicht wirklich viel geholfen haben. Es scheint also an irgendwelchen anderen Ecken zu hapern, die ich momentan nicht wirklich identifizieren kann. Wenn ich so drüber schaue über das, was OBS hier auch tut, dann habe ich schon mal ein paar übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung, aber es ist ein 0,1% Anteil, das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Die CPU-Auslastung ist so dauerhaft bei 2-3% maximal. Die Speicherauslastung liegt so bei 500 MB. Das ist jetzt auch nicht wirklich maximale Auslastung. Die Datenausgabe hat damit ja wenig zu tun. Die hat ja erstmal nichts mit der, mit dem Rendern oder mit dem Codierung zu tun. Das, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich blicke da nicht so richtig durch. Es war aber nicht immer so. Es ist seltsam. Es ist einfach seltsam. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir den gefahren. 41,130 ist dann jetzt der nächste, den wir aus der Richtung bekommen. Warum denn 41,130? Einundvierzig, 1:30. Der hätte bei uns Plan um 19:18 Uhr. Also das ist sogar einer, der noch, ja, ich sag mal, relativ normal unterwegs ist. Der fährt auch geradeaus durch. Obwohl ich jetzt mal gucken muss, wir haben ja noch ein langes Stück dann vor uns.
Und ich weiß, dass wir noch einen Fernzug bekommen. Eigentlich macht das keinen Sinn, was ich hier gerade getan habe. Ich werde die Fahrstraße wohl noch mal zurücknehmen. Ah, die am besten auch. Dann können wir zumindest versuchen, hier den Schnellzug gleich irgendwie noch dran vorbeizulassen, insofern er mir den auch schickt. Hi Miko, grüß dich. Schönen guten Abend auch an dich. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Das freut mich sehr zu hören. Schön, dass es dir gut geht. Danke, mir geht's auch sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Also zumindest von meiner normalen Lage her. Wenn ich an das Spiel denke, könnte ich mich momentan leicht beschweren, aber ich weiß nicht, wie lange du schon zuschaust. Deswegen halte ich mich da erstmal ein bisschen zurück. 13:37. Gut, dann schicken wir den auch durch. Den können wir uns zumindest schon mal erlauben, durchzufahren. 13:37, 41:30. Was ist passiert? Okay, du hast dann wahrscheinlich erst vor kurzem zugeschaltet. Ich habe das Problem, dass mein Nachbarfahrdienstleiter hier unnötigerweise, muss ich auch dabei sagen, Züge aufstaut. Und jetzt auch wieder den 41:32 zum Beispiel gar nicht fahren lässt, obwohl die nächsten Züge schon dahinter stehen und warten. Und er den vorigen durchgeschickt hat, der unterwegs zu uns ist. Also kriegen wir den Schnellzug jetzt nicht und müssen den 41:30 doch durchfahren. Alles andere macht keinen Sinn. Ich weiß halt nur nicht, was dieses aufstauen soll, weil das Stellwerk ist die ganze Zeit schon besetzt. Eben hatte ein Zug da ungefähr 45 Minuten verbracht. Und das ist natürlich etwas doof, weil man hier auf dem Stellwerk sitzt und auf Züge wartet. Ich bin hier auf DE2 unterwegs. Einundvierzig, 1:30 für den Fahrdienstleiter Itzikowitz. Dreizehn:37 bei uns dann schon mal durch. Dann kann ich den zurückmelden. Irgendwie auf jeden Fall seltsam, was der Kollege da unten macht. Einundvierzig:30 meldet sich nicht zurück. Okay, dann brauche ich ihm auch nicht zu sagen, dass er grüne Welle hat. Er sieht's ja schon. So, und was ist jetzt mit dem Rest?
Der Rest steht immer noch. Zweiundzwanzig, okay, es geht zumindest leicht voran. Da kommen aber schon die nächsten Züge, die anrücken. Normalerweise hätte ich die schon fast alle durchhaben können. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber naja. 41,130 ist da weggefahren. Das sollten wir vielleicht auch noch sagen. 41,130. Man hat mir auch mal gesagt, man kann Leute melden. Irgendwo kann man sie melden. Ich weiß nur leider nicht wo. Wenn ich jetzt auf Tab gehe. Stummschaltung, Stummschaltung. Ah, da. Okay, alles klar. Dann weiß ich zumindest schon mal, wie das geht. Super, was Neues rausgefunden. Ich habe vorher nie drauf geachtet. Aber unter den Voraussetzungen macht das durchaus Sinn, sich auch mal damit zu beschäftigen. So, jetzt geht's weiter. 41,32. Bist du denn auch gerade unterwegs, Miko? Irgendwo auf einem Stellwerk oder aber am Fahren? Jein, okay. Klingt jetzt irgendwie seltsam. Das heißt, du willst fahren, stehst aber irgendwo. Das könnte ich mir darunter vorstellen. Ja, nachdem man auf dem DE1-Server ja gar keine, wie soll ich sagen, keine Sonderaktionen machen darf, hatte ich immer so die Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen mehr jetzt auch zum DE2-Server überschwappt, dass sich die Leute ein bisschen verteilen. Aber tatsächlich sind immer noch viel, viel mehr auf DE1 aktiv. Ist der Streckenblock frei? Joa, der ist frei. Welchen hat er denn angefragt? 24, 33, 69 auf Gleis 2. Das dürfte dann wieder hier unten der sein. So, und dann habe ich gesagt, den hier direkt hochzuschicken macht mehr Sinn, weil es schneller für den geht. Der braucht sowieso ein paar Minütchen. Dann kann ich den 41,32 durchschicken. Da und hier. Und den 24,33,69, den kann ich dann direkt hier hochfahren. Dann hätte ich den nämlich schon mal weg. Wieso frage ich Obi nicht? Ich weiß nicht, was er tut. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte zwischendurch nur mal die Frage gestellt, jetzt vor kurzem, das ist ja auch noch nicht so lange her. Ob jetzt auf dem Stellwerk tatsächlich noch jemand sitzt, also sprich, ob er eine Störung hat. Da kam aber keine Reaktion. Erst seitdem werden wieder Züge gefahren. Warum die überhaupt da stehen gelassen werden, verstehe ich schon nicht. Wenn ich jetzt nochmal durchgucke.
Einfach mal so die Karte, 41-32. Die stehen ja sogar noch vor Einfahrt. Aber sie stehen. Ich habe keine Ahnung, was er damit bezwecken möchte. Im Prinzip ist es ja auch gar nicht so schlimm, das mal zu machen, ne? Es waren die ganze Zeit Bots da drauf, sind ja auch jetzt eigentlich immer nur Bots, die hier oben aktiv sind. Es ist halt nur für mich ärgerlich, ich kriege keine Fahrten. Man könnte ja jetzt auch Fahrten im Gegengleis machen. Gut, jetzt aktuell vielleicht nicht, das wäre blöd, ich kriege ja auch wieder einen aus der anderen Richtung, aber. Ja, wenn du halt mal drei, vier, fünf Züge jetzt aufgestaut hast, kannst du zumindest spielerisch damit umgehen, kannst sagen, ja, jetzt mache ich weiter. Aber irgendwie nimmt das hier ja kein Ende. Und die nächsten Züge. Okay, der ist noch ein bisschen weg, aber das habe ich eben am Anfang auch mal gedacht. Ich habe keine Ahnung, was da bezweckt wird. So, dann lasse ich den jetzt gleich da hochfahren. Aus der Richtung kommt ja mal wieder nix. Noch hat er grün, der hat ja aber nachher irgendwo so einen Bereich, wo er ein bisschen schneller fahren darf. Das habe ich schon rausgefunden. Und wenn der dann hier ankommt, das müsste auf diesem Gleis sein, dann kriegen wir den vor unserem Stellwerk. Nein, kriegen wir nicht. Ah, der kommt auch 1, 2, 3. Der kommt irgendwo hier, glaube ich. Ne, der kommt hier, genau. Und dann kann der hier abzweigen. Hier fährt er dann hoch. Also kurz vor unserem Stellwerk. Na gut. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vierundzwanzig, dreiunddreißig, 69 und da kommt immer noch nichts. Dann ist er jetzt dran. So, jetzt ist der Schnellzug ja schon durch bei uns. Das ist der, den ich gerade angenommen habe. Und wenn ich jetzt mal hier unten hingucke, die stehen halt immer noch. Also da wird auch nicht nur ein Zug in den Streckenblock geschickt, sondern stellenweise gar keiner. Ich weiß es nicht. Man kann ja ruhig anfragen, hier auf DE2 ist das ja möglich, dass wir sagen, ja komm, wir machen hier nur eingleisigen Verkehr oder was weiß ich. Gibt ja auch da Möglichkeiten, ne, um so den Verkehr ein bisschen auszubremsen, aber trotzdem spielerisch ein bisschen was dabei rauszuholen. Aber einfach nur Züge da vor der Einfahrt stehen lassen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich hingehe und sage, ich habe die Funktion eben entdeckt. Da war sie aber nicht. Hier war sie gewesen, dass wir hier mal eine Meldung rausgeben und das hier machen. Oder statt das hängt sich jetzt mein Spiel auf. Oh ja, mein Spiel hängt sich tatsächlich auf.
Okay, das bedeutet, Spieler zu melden ist vielleicht doch nicht die beste Idee. So, laut Serverbild bin ich jetzt auch nicht mehr drauf. Dann, ja, muss ich wohl einmal in Kauf nehmen, das Spiel neu zu starten. Mal gucken, ob ich wieder in das Stellwerk reinkomme. Du hättest gewartet. Ja, ich weiß nicht. Das sah jetzt so etwas seltsam aus, weil ich bin auch angeblich nicht mehr in der Map auf dem Stellwerk. Also ich scheine wohl irgendwie komplett da raus zu sein. Dann macht wahrscheinlich so ein Neustart mehr Sinn. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass jemand anders sowieso das Stellwerk besetzen kann, ja, wäre halt der Platz sowieso futsch. Moment mal, auf welchem Server bin ich denn jetzt drauf? Eigentlich wollte ich nach DE2. Habe ich nicht eben DE2 ausgewählt? Okay, habe ich. Ich war gerade ein bisschen über das Wetter irritiert. So, dann gucken wir mal. Meine Fahrstraße liegt sogar noch. Den hatten wir gefahren. 24, 33, 39. Und wir kriegen den 22, 30, 36 von ihm. Na, was ist denn da passiert? Ist die Frage, versuche ich es trotzdem nochmal? Ach, das ist immer noch die falsche Taste. Versuche ich es trotzdem nochmal? Ich hätte dann aber eher das hier genommen. Beschreibe dein Anliegen, warum ich ihn melden möchte. Ich hoffe, man kann überhaupt. Ja, gut, warum sollte man das nicht auf Deutsch machen? So, mal schauen, ob das passt, ob das funktioniert. War jetzt das erste Mal. Hätte ich auch nicht gedacht, das tatsächlich mal machen zu müssen. So kommt man in den Genuss, alles mal auszuprobieren. So, dann kriegen wir den 14137. 14137 fährt aber durch. Und der 22:30:36 fährt bei uns nach hier unten. Okay, dann stellen wir die Weiche schon mal um. Den können wir
durchfahren lassen. 22, 30, 36 auf Gleis 2. Autsch, der auch nicht, der ist es. Hier verhaue ich mich gerne mal in den Rhein. Gut, dann haben wir den und dann können wir den Zug bequem durchschicken. Da haben wir das auch schon erledigt. Und dann kriegen wir danach den 3134, der ja wieder durch muss. Plan bei uns eigentlich 19.10 Uhr. 22, 30, 36 hatte Plan bei uns um 18:48 Uhr. Nur, dass man da noch mal ein bisschen Gefühl für die Zeiten bekommt. Obwohl, ich glaube, der 22, 30, 36, der war sogar von Anfang an schon etwas zu spät. Den habe ich irgendwann mal auf dem Schirm gehabt und dachte mir so, ja, cool, den muss ich auf jeden Fall im Auge behalten. Gut, dass ich mich selber gerade noch mal dran erinnere. Aber ich meine, das müsste wieder einer von den Trax-Lokomotiven sein mit Personenanhängern. Einunddreißig, sieht so aus, wenn er knapp dahinter hängt. Tut er auch. Oh je, dann kann ich nicht wirklich gucken, sondern muss erstmal den anderen vorbeifahren, sobald er hier die Weiche frei macht. Sehen kann ich ihn dann ja sowieso noch nicht. Sehen werde ich den wahrscheinlich erst, wenn er hier in den Bereich reinkommt. Also kurz nachdem er die Weiche uns freigemacht hat. Zweiundvierzig, 34, 64. Der muss dann nach oben ins Gleis. Okay. Dann gucken wir mal, das ist doch wieder so einer. Ich fand das eben spektakulär. Schade, dass die Züge noch nicht auf längeren Strecken unterwegs sind. Manche beschweren sich zwar, wie man die Lok fährt, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. So, mal gucken, gibt er uns den Streckenblock frei? Hat er schon. Dann. Fahren wir den Schnellzug auch direkt durch. Hey Lisa, ja klar, ich bin immer noch dran.
Mit einigen Problemen hatte ich gerade zu kämpfen, also dass ich gar keine Züge mehr geschickt bekommen habe, aber ansonsten läuft es gerade relativ gut. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen was zu tun, nachdem man sie mir dann doch mal endlich geschickt hat. Da kommt ja wenigstens ein bisschen Action auf. Wobei Action halt auch echt relativ ist. Aber so hatte ich die Möglichkeit, meinen längeren Blick in das Stellwerk zu riskieren. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Dann kann man immer mal schauen, wie sich das so zukünftig verhält, wenn noch neue Züge fahrplanmäßig mit dazukommen, so wie der hier. Also ich bin mir immer noch sicher, vor dem Update gab es so eine Fahrt nicht. Eine Trax mit Personenwagen? Nein. Ob man die selber fahren kann? Ich vermute vielleicht ja, weiß es aber nicht. Und ich sehe gerade, okay, mein OBS geht da tatsächlich in die Knie. Anhand des Smileys war es zumindest gerade erkennen. Das liegt also nicht am Spiel, nicht an der Aufnahme, sondern wirklich am OBS. Weshalb auch immer. Während die Datenrate soweit okay ist, sind die FPS jetzt maximal im Keller. Aber nur beim OBS. Okay, ich muss der ganzen Sache auf jeden Fall mal auf den Grund gehen. Da gibt es dann so eine kleine Überholung. Ich weiß, beim letzten Mal hat es noch daran gelegen, dass ich hier in den Einstellungen die FPS-Zahl oben hatte. Möglicherweise liegt das ja auch an der Auflösung. Da muss ich mal gucken, ob ich die Auflösung nicht wieder runterschraube. Damit das dann besser funktioniert und das Ganze nicht unbedingt nochmal zwischenzeitlich gerendert werden muss auf die richtige Bildgröße. Vielleicht kann ich so ein bisschen was rausholen. Weil gerade jetzt in den letzten Minuten kamen doch sehr viele ausgelassene Frames dazu. Okay, was habe ich dann jetzt als nächstes? 42, 34, 64 war der, der hoch muss. Einunddreißig, vierunddreißig habe ich ihm geschickt. 22, 30, 36. Habe ich dem hier geschickt. Und dann kommt der 42, 34, 64 nach Gleis 1. Fahrstraße liegt zwar noch, ich frage trotzdem mal sicherheitshalber an. Ist auch frei, super, passt. Dann hole ich den in den Bahnhof, fahre den gleich hier oben hoch, wenn der 14.137 bei uns durch ist. Ja, und ist ja nicht so schlimm, dass du zwischendurch mal offline gehen musstest, um Gottes Willen. Zum einen zwinge ich niemanden hier zuzuschauen, das ist ja schon mal Punkt Nummer 1. Und hey, andere Sachen gehen vor. Ich bin auch nicht dauerhaft hier online und schaue, dass ich irgendwem zugucke oder eben selbst streame, ne? Das geht nun mal nicht. Also von daher kein Problem. Na, danke, Miko, für die Aufklärung. Mit diesem Stellwerk, auf dem ich mich gerade befinde, ist jetzt diese Zugverbindung, die ich gerade gefahren habe, diese 22er-Nummern sind damit zugekommen. So, da haben wir dann den Standard. Das ist ja auch die neue Lok.
Und dann kann ich die Fahrstraße entsprechend einstellen, dass der Güterzug jetzt hier hochfahren kann. Dann ist der 14.137 nach Volutny abgefahren und der 42.34.64 fährt jetzt gerade nach dorthin weg. 42.34, wenn du den schreibst, 42.34.64. Ja, dann willkommen zurück, Miko, auch. Wenn dein Router da mal meinte, ich setz kurz aus, kann man ja auch nicht wirklich viel dagegen tun. Schön, dass du aber zurück bist. Da kommen da vorbeigerollt. 42, 34, 64. Dann haben wir den 32, 22, 30, 38. Ist das der, den wir eben gefahren haben, oder ist das der, der noch kommt? 30, 38 müsste einer sein, der noch kommt. Laut Fahrplan, der fährt auch nach 573 runter. Also nach Gleis 2. Da, wo wir den anderen eben schon hingefahren haben. Okay, die Fahrstraße liegt ja auch hier noch. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Hi, Nimbel oder Nimbel? Nimbel wahrscheinlich. Nimbel könnte es auch sein. Ich tue mich mit den Namen immer ein bisschen schwer, da frage ich lieber. Aber herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich. Du bist neu im Trainsim-Geschäft und hast dir gerade eben erstmal SimRail gegönnt und installierst es gerade. Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß, denn das Spiel macht echt viel Spaß. David, auch an dich natürlich herzliche Grüße. Schön, dass du im Stream bist und vielen lieben Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen bei den Hollies. Jetzt geht's ja schon wieder richtig ab. Wo man nicht damit rechnet. Habe ich jetzt eigentlich die Freigabe schon erhalten? Ist der Streckenblock frei? Er ist frei. Dann machen wir doch direkt Nägel mit Köpfen. Der Weg gehört uns. Moin, moin, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, euch geht's sonst soweit gut. Jetzt, wo es wieder gerade etwas zahlreicher wird von der Teilnehmerzahl. Achtunddreißig. Er müsste dann ja eigentlich auch gleich in unser Blickfeld kommen. Tut sich hier irgendwas oder ist das gerade nur so eine optische Erscheinung? Das sieht doch aus, als wenn sich hier irgendwas bewegt. Kann man da rumgehen? Da. Obwohl, das kann auch einfach nur so ein Flackern sein. Nee, da bewegt sich was. Das ist er, das ist unser Zug. Das ist dann schon der nächste Umlauf. Wir haben eben noch den von vor einer Stunde gefahren, verspätet, und jetzt kommt der hier nachgerückt. Die schöne Trax mit Passagierwagen.
Das ist überhaupt eine Trax? Ja, es müsste auch eine sein. Genau, sieht doch. Sieht schon schwer danach aus. Ich bin auf jeden Fall immer noch dafür, dass wir die irgendwie auch kriegen für längere Strecken. Wobei ich ja fairerweise sagen muss, ich bin ja generell froh, wenn überhaupt neue Züge noch reinkommen, neue Lokomotiven. Auch da bin ich ja sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Über Twitter ist es mir aufgefallen, da habe ich auch nachher gedacht, cool, das muss ich auf jeden Fall mal weitergeben. Da ist ja irgendwie ein neues Zugmodell auch in der Planung. Und so wie das aussieht, ist das ein Triebfahrzeug. Eher von der Optik nahverkehrsbedingt. Ich kenne aber ehrlich gesagt die polnischen Züge halt nicht so richtig. Aber wenn ich das richtig entdeckt habe und dann nicht noch irgendwie Mittelwagen mit Stromabnehmer zukommt, dann könnte das auch der erste Dieselzug sein, der ins Spiel kommt. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ja, die Trax wird dann jetzt mehr verwendet. Ich finde das echt gut. Ich finde die gar nicht schlecht, die Lok. Vor allem will ich auch den Hebel an der Seite mal bedienen, den es da am Fahrerpult gibt, für die, ah, wie heißt es? Für die Türöffnung. Der Hebel ist zwar schon da, da man sie aktuell halt nur als Güterzug benutzen kann, bringt einem das nur wenig. So, sehr schön, dann haben wir den auch durchgefahren. Dann gucke ich jetzt mal gerade so nebenbei auf die Karte, was denn so noch offen ist. 14, 37, 41, 32, die sind dann alle schon wieder was weiter weg. Also momentan so Ecke Pilichowice, das dauert noch einige Kilometer, bis die da sind. Das heißt, nachdem ich jetzt das erste Stellwerk Poludny mal angeschaut habe, auch wenn es nur ein kurzer Blick war oder da nicht so viel passiert ist, und glücklicherweise dann auch nach Icikowicz kam vor allem, nach Icikowicz kam, würde ich aus dem Stellwerk tatsächlich jetzt mal rausgehen. Momentan ist ja gar nicht so viel Verkehr. Und nochmal einen kleinen Blick nach Dąbrowa-Górnicza riskieren, weil ich glaube, auch dieses Stellwerk habe ich noch nicht wirklich besetzt gehabt. Das würde ich jetzt noch im Anschluss tun und da mal einen Blick reinwerfen. Da geht es nämlich noch um die Bahnübergänge und die hatte ich bisher, soweit ich weiß, noch in keinem Stream drin. Oder aber ich verzichte drauf und mache das erst beim nächsten Stream. Das könnte ich natürlich auch machen. Dann könnte ich jetzt alternativ noch mal eine kleine Fahrt machen, obwohl, wenn ich gerade gucke, wie spät wir es schon wieder haben, wir haben gleich 8 Uhr. Uiuiui, da müsste ich ja die 3 Stunden Stream auch schon wieder voll haben. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Guter Hinweis übrigens dafür, Nimbel, für dich. Die Zeit vergeht unheimlich schnell. Also das Spiel ist super geil. Ein Tutorial? Oh Gott. Ich und ein Tutorial. Da fragst du natürlich genau den richtigen, weil ich kenne mich hier gar nicht so richtig aus. Was kann ich dir zeigen? Oh Gott, ein Quick Guide. Was ist wichtig? Okay, du hast jeweils die Fahrstraßen an den Seiten, je nachdem in welche Richtung es geht. Es steht ja auf dem Stelltisch mit dabei. Beispielsweise geht es jetzt hier links vom Stelltisch Richtung Poludny. Die Linie, die du insgesamt hast, ist die Linie 4, deswegen steht da LK4 dran. Es sind automatische Blöcke, die kannst du selber nicht bedienen. Die sind hier also hell und weiß dargestellt, färben sich entsprechend rot, wenn zukommt. Ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Dann hast du die Signale, beziehungsweise die Richtungen, die Richtungsangaben zu den Fahrstrecken. In die obere Richtung kann ich also Züge zum Fahrdienstleiter Poludny schicken. Auf dem unteren Gleis nehme ich die Züge von Poludny entgegen. Die zugehörigen Knöpfe zu diesem Bild, jetzt muss ich nochmal ranzoomen und mal schauen, ob ich das irgendwo so ein bisschen in die Seite hinkriege. Das nennt sich WBL und dann dahinter 1O bzw. 2O. Wichtig,
um darunter die Knöpfe zu identifizieren, wo die zugehören. Also die 2O-Knöpfe gehören jeweils zur 2O-Fahrrichtung. Wenn wir jetzt Züge kriegen, und das ist auch nochmal so ein kleiner Punkt, wenn wir Züge aus oder vom benachbarten Stellwerk kriegen in unsere Richtung, habe ich jetzt die Möglichkeit, ich will es ungern machen, weil da sitzt so ein Spieler drauf, zu sagen, ich löse die Fahrstraße wieder auf. Ist natürlich hier nicht notwendig, wir haben nur die Hauptstrecke, warum sollte ich das machen? Ich könnte sie aber hier zurücknehmen, den Fahrtrichtungsfall zurücknehmen, indem ich mit der ZWBL 2O für die passende Richtung jetzt den Liner-Lock, so heißt das, warum auch immer, löse. Dann würde der Richtungsfall erst blinken und dann erlöschen. Wenn das der Fall ist und da kein Richtungsfall mehr angegeben ist, dann habe ich die Möglichkeit von mir aus zu sagen, ich fahre da zum Beispiel Züge ins Gegengleis, ich drücke diesen Knopf, um die Anfrage zum anderen Fahrdienstleiter zu stellen, ob er dort Züge entgegennehmen kann. Dann würde der untere Pfeil blinken und der andere Fahrdienstleiter, der Nachbarfahrdienstleiter, hat die Möglichkeit, diese Fahrstraße entgegenzunehmen. Die anderen Knöpfe, die hier sonst noch bei sind. Angenommen, wir haben die Fahrtrichtung aufgelöst, dann müsste auch hier der benachbarte Fahrdienstleiter uns wieder die Anfrage stellen, ob wir Züge auf diesem Gleis entgegennehmen wollen. Dann würde der obere Pfeil in unsere Richtung blinken. Wenn das der Fall ist, sind wir gezwungen, das anzunehmen und das geht über die PZK 2O. Das wäre also die Annahmetaste, damit der Fall wieder stehen bleibt. Wollen wir das einfach mal testen? Mal gucken, ob der andere Fahrdienstleiter das mitmacht. Das heißt also, ich löse jetzt die Fahrstraße auf. Der Pfeil fängt an zu blinken, gleich ist der Richtungsfall weg. Das sieht auch der Nachbarfahrdienstleiter. Der kann uns jetzt hier aktuell keine Züge schicken. Okay, du hast es gecheckt. Jetzt habe ich schon drauf gedrückt. Hoffen wir mal, dass der Nachbar das macht. Dass er dann gleich die Anfrage schickt. Okay, wenn du die Anfrage bekommst, kannst du die bestätigen. Dafür gibt es diese P-Tasten. Die Stopp- und die A-Tasten brauchst du eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe sie zumindest bisher noch nicht bedienen müssen. Vielleicht kommt das irgendwann mal im Störungsfall. Ansonsten für den Quick Guide zumindest erst nicht nötig. Die NO-Taste, die hier noch ist, ist für die Fahrt im Gegengleis. Die drücke ich dann noch zusätzlich rein. Da ist ja auch der Fahrtrichtungsfall mit angegeben für Gegengleisrichtung. Das kann man schwer erkennen. Er zeigt aber hier natürlich in die Richtung des benachbarten Stellwerkes. Die würde ich noch andrücken, wenn ich einen Zug in die Richtung fahre. Andersrum, oben auf dem Gleis, wenn da irgendwie mal was passiert und Fahrten im Gegengleis stattfinden, wir haben ja hier auch typischerweise den Rechtsverkehr, und wir einen Zug aus der Richtung bekommen, würde ich auch hier das NP und dann 10 bedienen. Das bedeutet dann auch, ich gebe die Fahrt im Gegengleis in meinem Streckenbereich für den Zug auch frei. Das wäre so kurz für die Richtungsannahme, zumindest auf diesem Stellwerk. Dann hast du die 2O-Tasten für die untere und die 1O-Tasten fürs obere Gleis. Sieht dann hier auf der Seite ein bisschen anders aus. Dafür ist es aber wichtig, wirklich zu erkennen, wo sich die jeweiligen Fahrtrichtungen befinden. Du hast dann hier 2R, WBL 2R. Die 2R-Tasten sind hier die untere Reihe. Auch wie das gleiche Prinzip. Wir haben den Fahrtrichtungsfall, wir haben die Taste zum Annehmen, wir haben die Taste zum Zurücknehmen, zum Lösen. Lösen kann ich die Fahrstraße aber nur dann, wenn sie zu mir hinsteht. Also hier habe ich eben den Zug zum Nachbarfahrdienstleiter rübergeschickt. Der kann die jetzt auflösen. Ich selber dürfte das, doch, das ist ein händisches Stellwerk. Ich selber dürfte das hier nicht machen können. So, ich versuche es, ich kann es aber nicht auflösen. Also die Fahrstraße kann nur von dem Fahrdienstleiter aufgelöst werden, zu dem sie hinzeigt, wo sie hingestellt ist. Das wäre erstmal hier so rein optisch zumindest das Prinzip auf diesem Stellwerk. Dann hast du die Möglichkeiten, einzelne Weichen zu stellen. Die gelben Balken zeigen dir an, in welche Richtung die Weiche steht. Und es gibt jeweils immer einen Knopf dafür. Hat mit Flankenschutz zu tun. Heißt, ich nehme jetzt einfach mal eine raus. Die Weiche hier
Der Nachfolgekollege wird sich freuen, wenn alles verstellt wurde. Ja, in der Hoffnung, dass der Bot das schon wieder zurücknimmt, bevor dann irgendjemand Nachfolgendes da drauf geht, natürlich. Also mit dem Bot kann man auch sehr viel rumspielen. Der macht auch solche Spirenzchen schon mal gerne mit, wenn man Anfragen vorher stellt. Man sollte aber dann wirklich so wie hier auch die Anfrage stellen, ist der Streckenblock auf dem Gleis für den Zug denn überhaupt frei? Und dann kriegt man ja die entsprechende Antwort. Weichen sind dann wesentlich einfacher. Du hast die Fahrtrichtung, in der die Weiche gestellt ist. Wir haben hier auch einen Flankenschutz, deswegen sind meist immer zwei Weichen davon betroffen. Ich kann hier die Weiche umstellen, indem ich jetzt den Knopf drücke oder ziehe. Ziehe wäre in Minuslage, heißt Abzweig. Drücken wäre in Pluslage, also Fahrtrichtung geradeaus. Plus liegt sie ja schon. Hier sind auch nochmal die Kennzeichen. Plus und Minus ist hier nicht angegeben, aber dann weiß man schon mal Plus, Minus. Ich kann das hier einfach mal machen, problemlos. Ein Knopf gezogen. Beide Weichen werden umgestellt. Bringe ich die in Pluslage, werden sie wieder zurückgestellt. Darauf zu achten, wenn man Fahrstraßen stellt, bei diesem manuellen Stellwerk, so wie es jetzt hier der Fall ist. Das wäre ja hier gleich der Fall. Wir kriegen den Zug, den 1439, und wir möchten die Fahrstraße stellen. Dann gibt es immer die Hauptsignale, die wir in Fahrt bringen müssen. Und es gibt die blauen, das sind Rangiersignale, die wir theoretisch in Fahrt bringen können. Die Rangiersignale interessieren uns hier aber momentan absolut nicht. Heißt, wir möchten das Signal, das Hauptsignal, das hier mit C beschriftet ist, in Fahrtstellung bringen. Dann würde ich jetzt hier den Knopf drücken. Und da kommt nämlich das Riesenproblem. Es wird automatisch die Fahrstraße so gestellt, wie die Weichen liegen. Direkt automatisch. Momentan liegen sie alle geradeaus, bis zum nächsten Hauptsignal gezogen, geht das hier in den Bahnhof rein. Das ist dann das Signal, muss man noch mal ein bisschen ranzoomen, das Signal R wie Richard. Bis dahin wird die Fahrstraße einlaufen. Möchte ich, dass der Zug eigentlich hier oben hinfährt, um ihn dort abzustellen, oder vielleicht noch ein bisschen weiter höher, das spielt ja jetzt keine Rolle, bin ich gezwungen, vorher alle Weichen so umzulegen, wie ich sie brauche. Einfach mal jetzt hier drei Stück umgestellt. Drücke ich jetzt die Fahrstraße rein, wird er auch dem Streckenverlauf, so wie ich die Weichen gestellt habe, folgen und würde den Zug bis hier in das Signal N reinfahren. Das ist also wichtig bei diesem mechanischen Stellwerk zu wissen. Zuerst die Weiche stellen, dann die Fahrstraße reindrücken. Gleiches gilt auch, wenn man Fahrstraßen auf Ersatzsignal gibt. Wir haben uns das Signal C jetzt rausgesucht. Ich muss leider erstmal die Fahrstraße reindrücken. Ich habe es jetzt getan. Es springt auf Fahrt. Wir haben hier eine grüne Leuchte bis in den Bahnhof. Für die Ausfahrt gilt natürlich das Gleiche. Wir gucken, die Fahrtrichtung liegt ja noch in die entgegengesetzte Richtung. Ich muss keine Anfrage stellen. Hier ist alles tipptopp. Zumindest für uns. Also kann ich auch die Ausfahrt einfach nur per Tastendruck locker stellen. Auch da stellt sich das Signal jetzt um. Was wir schön sehen können, wir haben jetzt die Fahrstraßen gezogen. Hier oben ist auch ein Knopf am Leuchten. Kann ja sein, dass wir uns vertan haben. Hier oben leuchtet auch einer. Immer direkt schnell zu erkennen, am besten schon mal vorher so einen kleinen Blick drauf werfen. Wenn wir die Fahrstraße jetzt zurücknehmen müssten, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich das Signal auf Halt legen, natürlich nicht so kurz bevor der Zug da ist, würde ich das Signal auf Halt legen, indem ich den Knopf nicht drücke, sondern ziehe. Dann wird das Signal wieder rot, der Zug wird gezwungen anzuhalten, die Fahrstraße bleibt aber liegen. Ich kann also die Weichen in dem Moment nicht umstellen. Ich kann auch andere Weichen, die sich jetzt im Flankenschutz befinden, wie zum Beispiel die hier oben, wenn ich die runterstelle, muss die Weiche hier automatisch nach oben gestellt werden. Das wird nicht klappen. Das geht nicht, weil die Fahrstraße momentan läuft. Habe ich das Signal dann zurück auf Halt gebracht und möchte die Fahrstraße auflösen, dann muss ich an diesen Zusatzknopf ran. Das sind diese Z-Knöpfe. ZC für das Signal, das ich gestellt habe. Auch den müsste ich jetzt ziehen, um damit den weißen Balken, also die Fahrstraße, auflösen zu können und neue Einstellungen vorzunehmen. Dann hat man das zumindest auch schon mal gehört. Ist vielleicht sogar manchmal notwendig, wenn du denkst, du fährst jetzt einen Zug durch, der dürfte ja gleich kommen.
Und dann schickt dir der Nachbarfahrdienstleiter doch einen ganz anderen, weshalb auch immer. Oder du hast dich selber verguckt, keine Ahnung. Ist schnell passiert. Also eine Fahrstraße zurücknehmen, immer zuerst Signal durch Ziehen des Knopfes auf Halt legen, danach die Fahrstraße mit dem zugehörigen Knopf. Auch hier Z und R. R steht für das Signal. Dann durch Ziehen zurücknehmen. Dann hört der Knopf auf zu leuchten und die Fahrstraße ist zurückgenommen. Was haben wir noch? Wir können bestimmte Signale, die Hauptsignale, auch auf Ersatzsignal stellen. Ersatzsignal hat einen kleinen Vorteil bei zum Beispiel Störungen. Wenn wir die Fahrstraße nicht auf Fahrt stellen können, aus welchen Gründen auch immer, haben wir die Möglichkeit, ein Ersatzsignal zu stellen. Ersatzsignal werde ich gleich mal für Signal, was ist das hier, S einstellen, damit wir sehen, was das bedeutet. Aber auch hier ist darauf zu achten, dass wenn das Ersatzsignal gestellt wird, vorher die Weichen in die richtige Richtung liegen. Denn gebe ich hier Ersatzsignal, sehe ich den Verlauf der Fahrstraße nicht. Das werde ich jetzt mal für das Signal S machen. Momentan auf Rot. Drücke ich drauf, würde er Fahrstraße bekommen. Geht nicht, weil es hier in den Prellbock reingeht. Also hier in das Ende rein. Ein bisschen idiotensicher ist das Spiel dann zum Glück doch noch. Auch für Leute wie mich. Also einfach eine Fahrstraße ziehen kann ich jetzt hier nicht. Kommt da gerade irgendwo was von den Seiten? Ich sichere mich mal ein bisschen ab. Da kommt nichts. Stelle ich die Fahrstraße jetzt runter aufs Hauptgleis. Und der nachfolgende Streckenblock ist frei. Dann kann ich hier jetzt schon einen Zug nachziehen. Beispielsweise vom S-Signal. Fahrstraße ist gestellt, Signal ist grün. Jetzt habe ich mich aber vertan und will das nicht. Zuerst Signal zurücknehmen, ist jetzt wieder auf Rot, Fahrstraße bleibt erhalten. Auch hier oben sind wir dann gezwungen, die Fahrstraße einmal zurückzunehmen. Jetzt können wir wieder weichen und alles verstellen. Anders sieht das aus beim Ersatzsignal. Das ist jetzt der Unterschied, nur damit wir es einmal gesehen haben. Wir sind beim Signal S. Ich habe die Weiche wieder zurückgestellt und wir gehen nochmal auf das S-Signal. Dann haben wir auch grundsätzlich immer einen SZ-Bedienknopf. SZ steht dann tatsächlich für, ich weiß gar nicht, wofür das steht, aber auf jeden Fall für das Ersatzsignal. Ich weiß nicht, was es auf Polnisch heißt. Drücke ich also jetzt hier oben das SZS, dann stelle ich das S-Signal auf Ersatz. Das mache ich jetzt mal. Und dann sollte normalerweise, wenn ich alles richtig gemacht habe, so, ziehen muss ich hin. Nicht drücken, sondern ziehen. Dann ist das Signal jetzt am Blinken. Für den Lokführer bedeutet es, er darf drüber fahren. Ersatzsignal ist gegeben. Und dann folgt er natürlich dem Schienenverlauf. Das geht jetzt also tatsächlich auch in den Prellbock rein. Und man sieht keine Fahrstraße. Das ist das Schwierige dabei. Heißt also auf jeden Fall vor dem Ersatzsignal nochmal doppelt darauf achten, alle Weichen umgestellt zu haben. Und das ist schon die ganze hohe Kunst. Wenn man das beherrscht, das sind ja einfache Handgriffe, wenn man die beherrscht, dann kann bei dem Rest schon nichts mehr passieren. Das wäre jetzt so als Quick Guide, obwohl der als Quick Guide schon ziemlich lang war. Übers Ersatzsignal muss ich mir jetzt auch wenig Gedanken machen. Wenn ein Zug drüber fährt, ist alles gut. Wenn keiner drüber fährt, nach spätestens 90 Sekunden erlischt das automatisch. Dann müsste ich, wenn der Zug noch nicht abgefahren ist, aus welchen Gründen auch immer, wieder ein Neuersatzsignal geben. Oder aber so wie hier, ich lasse es auslaufen, weil ich wollte es ja eigentlich gar nicht. Das war's schon. Prinzipiell erstmal. Jetzt ist natürlich die Frage an dich, hast du da irgendwelche Fragen zu? Wo du sagst, jetzt war jetzt nicht so wirklich einleuchtend. Weil ich weiß, ich bin nicht der Erklärbär. Ich tue mich da schon mal gerne auch ein bisschen schwer. So, jetzt automatisch nach einer gewissen Zeit, Ersatzsignal ist hier wieder aus. Was könnte ich sonst noch sagen? Soweit ganz gut verstanden. Schön, das freut mich. Was könnte ich dann jetzt noch machen? Der Nachbar hat noch nicht die Anfrage gestellt. Hier kann ich jetzt gerade nichts tun. Wir haben auf den Stellwerken nicht nur den Stelltisch allgemein, sondern es gibt auch dieses tolle Telefon.
Das Telefon ist dafür da, um sich mit den Nachbarfahrdienstleitern abzusprechen. Je nachdem, in welche Richtung es geht, das steht ja auf dem Stelltisch drauf, sind ja auch die Nachbarfahrdienstleiter anwählbar. Möchte ich, AI ist natürlich nur klar unbesetzt aktuell oder es gibt dort gar keine Möglichkeit, dass man das spielen kann. Razzitsch, wie auch immer, ist ein Stellwerk davon. Kann momentan gar nicht durch den Spieler besetzt werden. Auch dieses Stellwerk, wie auch immer man das ausspricht, kann durch den Spieler aktuell nicht besetzt werden. Sind auch beide blau, bedeutet, werden von einer KI bedient. Der graue Knopf bedeutet, da sitzt tatsächlich ein menschlicher Spieler drauf. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit zur Interaktion. Ich habe drei Nachbarn. Moment, kann ich das auch so machen? Ja, so. Ich habe die Möglichkeit, den Nachbarn jeweils anzuwählen. Und ihm dann entweder Befehle zu erteilen, mehr oder weniger Befehle zu erteilen, Nachrichten überzubringen oder aber auch Fragen zu stellen. Im Falle der Richtung, das, was ich eben schon gesagt habe, wenn ich eine Richtung anfragen möchte, gehe ich zum Nachbarfahrdienstleiter hin und nehme beispielsweise den untersten Satz. Ist der Streckenblock für den Zug, den ich da hinfahren möchte, auf Gleis frei? Da sind die Pünktchen, weil man das selber noch ausfüllen muss. Dann frage ich ihn, ob für den 4711 Gleis 5 beispielsweise frei wäre. Da wird die KI jetzt vermutlich nicht drauf reagieren, weil es gar kein Gleis 5 gibt. Ansonsten kommt eine Aussage wie hier oben drüber der Satz. Das hat man in den separaten Fenstern. Für den Zug bla 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 ist das Gleis XY frei. Und dann weiß man, okay, Tor sind die Gleisangaben, also Tor 1 gleich Gleis 1, Tor 2 gleich Gleis 2, LK die Linie, Linie 4. Auch hier dann wieder mit Gleis 1 und Gleis 2. Kommt halt immer darauf an, wen ich anfrage und wo ich die Züge hinschicken möchte. Das ist dabei zu beachten. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass dir Fragen gestellt werden. Habe ich das hier irgendwo im Chatverlauf? Ich wiederhole, ist frei, ist frei. Der Zug ist abgefahren, das wollen die schon mal gerne wissen. Tatsächlich hat er mir hier jetzt keine Frage gestellt, die sind schon raus. Es kann also auch durchaus sein, dass du eine Frage von ihm gestellt bekommst, dass er vielleicht den Zug auf diesem Gleis fahren möchte oder auch von einem benachbarten Spieler. Und dann könntest du ebenfalls hier hingehen, übers Telefon ihn anwählen und dann sagen, nicht die Frage stellen, sondern natürlich die Aussage tätigen, für Zug XY auf Gleis Z ist der Streckenblock frei. So, die Zeit wird immer schon vordefiniert. Grundsätzlich die, die ich gerade auswähle, und dann wäre hier das die Antwort auf meine Frage, wenn man so will. Muss ich mir natürlich nicht selber geben. Du könntest dem Nachbarfahrdienstleiter auch sagen, wenn ein Zug doch nicht kommt, Zug storniert. Du könntest ihm mitteilen, gerade bei diesem Hin- und Herfahren. Ups, da kommt irgendwas gleich in unsere Richtung. 1341 ist ein Schnellzug, den kann ich dann auch schon mal durchziehen. Ah, hier ist jetzt die Anfrage gestellt. Deswegen blinkt das in unsere Richtung. Hier fragt der Fahrdienstleiter an, ob er Züge in unsere Richtung schicken darf. Da drücken wir jetzt per P-Befehl die Annahme. So, jetzt ist es wieder festgesetzt, heißt, er kann uns da ganz problemlos einen Zug oder mehrere Züge drüber schicken. Dann haben wir das auch gerade gesehen. Für den ist die Fahrstraße gestellt, da sind wir sauber. Dann widmen wir uns wieder dem Telefon. Also man könnte sagen, wir sperren einen Streckenblock, zum Beispiel Gleis 2, weil wir eingleisig fahren möchten. Ich kann ihm mitteilen, hey, du hast mir gerade einen Zug geschickt, der ist jetzt gerade bei mir angekommen, um den Streckenblock aufzulösen. Muss man aber alles nicht machen. Ich möchte den Zug stornieren, weil er vielleicht doch nicht hinfährt. Ich habe ihn aber eben angekündigt. Kriege ich die Anfrage, ob ein Streckenblock frei ist und ich muss leider ablehnen, kann ich sagen, dass ich den Zug aktuell nicht akzeptieren kann, aus welchen Gründen auch immer. Na, dann kann ich sagen, der 4711, das wäre wieder bei uns, auf Gleis 5 kann momentan nicht angenommen werden, weil besetztes Gleis. Oder weil ich im Bahnhof kein Gleis frei habe. Oder weil ich einen anderen Zug mit höherer Priorität habe. Das kann man hier also entsprechend auswählen und dann abschicken als Antwort. Dann der Befehl zur Freigabe, dass das Gleis frei ist. Dann die Frage, was ist denn überhaupt für ein Zug weggefahren? Wenn du dir unsicher bist, aber wissen musst, was hat er mir denn jetzt gerade geschickt,
wäre das eine Standardanfrage. Oder aber natürlich die Anfrage, ob das Gleis frei ist. In der Regel braucht man meistens immer, ist das Gleis frei oder ja, das Gleis ist frei oder für die KI, sonst fragt die gerne mal an, der und der Zug ist abgefahren. Das sind eigentlich so die häufigsten Befehle. Denn alles andere kann man ja mit einem menschlichen Spieler auch so im Chat lösen. Ich habe ja auch die Möglichkeit, frei zu fragen. Werde ich ihm jetzt nicht abschicken, wollte einfach nur demonstrieren, ich kann da auch Freitexte reinschicken. Alternativ hätte ich die Möglichkeit, in einem allgemeinen Chat zu sprechen. Das ist hier über die, ich habe es auf der Taste X, das habe ich mir aber umgelegt, also aufpassen. Ich könnte hier allgemein in den Sprachraum reinschicken, was ich erzähle, die ganze Zeit über, oder wenn es halt Austausch mit Lokführern gibt, dann leuchtet hier unten dieser Knopf fürs Mikro. Das hört aber jeder, das hören Nachbarn, Fahrdienstleiter, das hören alle Lokführer in der Umgebung. Ich glaube, bis 15 Kilometer kann man auf der Tab-Taste auch sehen. Alle, die weiß sind, würden mich in diesem Chat hören. Alle, die grau sind, hören mich nicht. Distanz 11 Kilometer. Ich glaube, 15 Kilometer, da liegt irgendwo bei 15 Kilometern die Grenze. Sobald ich den offenen Sprachchat verwende. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mit dem Telefon den Fahrdienstleiter anzusprechen. Und zwar nur den Fahrdienstleiter. Und das finde ich auch ganz cool. Eben bei der KI kann ich nur Texte verwenden, völlig in Ordnung. Habe ich einen Spieler auf dem Stellwerk sitzen, kommt automatisch die Auswahl, möchte ich ihm einen Chatbefehl senden, dann sind wir wieder bei der gleichen Auswahl. Oder möchte ich ihn anrufen, dann drücke ich auf das Mikro. Kann ich jetzt nicht, weil, und das ist das Interessante, ich muss dafür erst den Hörer abnehmen. Toll, ich habe ein Freizeichen. Jetzt kann ich hingehen und kann sagen, ich möchte diesen Fahrdienstleiter anrufen. Und dann spreche ich auch nur mit ihm, das kann kein anderer hören. Will ich jetzt natürlich nicht machen und lege deswegen erstmal wieder auf. Also das ist eigentlich eine ganz coole Funktion. Ich hoffe, das kommt für Züge dann zukünftig auch noch rein. Man kann aktuell zwar Nummern wählen. Steht auch oben drinne. Ich kann sie aber nicht anrufen. Ich kann nirgendwo sagen, ruf an. Momentan passiert da also leider nichts. Soll aber wohl zukünftig noch kommen. Dann könnte man sogar einzelne Lokführer anrufen. Das wäre ganz geil, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin mal gespannt, wann es kommt. Den Schnellzug haben wir durchgefahren. Hier kriegen wir den 4134. Auch der muss gerade durch. So, dann hätten wir das Telefon auch abgehandelt. Dann gibt es noch eine schöne Sache. Ich mache das online. Es gibt aber auch immer den PC-Bildschirm dazu. Wir haben ja jetzt hier das mechanische Stellwerk. Trotzdem haben wir einen PC-Bildschirm, der zeigt uns normalerweise den Fahrplan. Lustigerweise ist hier alles dunkel, das habe ich auch noch nie erlebt und da alles weiß. Im Normalfall würde hier aber ein Fahrplan angezeigt, dass du sehen kannst, welche Züge bekomme ich um wie viel Uhr und wo muss ich die hinfahren. Also mit Richtungsangaben woher, wohin und wenn vorhanden, an welchen Bahnsteig muss ich die fahren. Das Ganze mache ich immer online, das habe ich dann in einem separaten Fenster auf dem zweiten Bildschirm liegen, da kann ich die gleichen Angaben ablesen, damit ich halt nicht immer hier in den Monitor reinschauen muss. Außerdem ist hier der Vorteil, dass ich auch aktualisierte Zeiten sehe. Wann soll der Zug eigentlich bei mir sein oder wie viel Verspätung hat er aktuell? Und dann sehe ich, 4134 kommt aus Bolutny. Ich muss ihn nach, wie auch immer man das ausspricht, hinfahren über Linie 4. Was ist das für ein Zug? Der und der. Und sitzt da, so wie hier unten, ein menschlicher Spieler drauf. Hier ist es also aktuell nur ein Bot. Hier unten ist es ein Spieler. Und ich bekomme noch zusätzliche Anzeigen. Er ist jetzt 1 Kilometer von Icikovic, also von mir, entfernt. Circa 1 Minute. Fährt 120 von 200 Stundenkilometern und ist natürlich aktuell verspätet unterwegs, bei mir abgefahren. So, und wenn ich das Ganze jetzt nochmal vergleiche, er muss von Polutny nach Linie 4 zu diesem Ort. Dann ist das der 4134 von Polutny nach diesem Ort Linie 4.
Das Gleis steht da nicht bei. Also es wäre jetzt unabhängig, ob ich in Gleis 2 oder Gleis 1 schicke, je nachdem, ob wir hier Gleiswechselbetrieb machen oder nicht. Könnte ihn über beide schicken, es gibt hier keine Angabe. Einen Bahnsteig habe ich hier in diesem Stellwerk nicht. Deswegen habe ich hier auch nirgendwo einen Halt. Es kann schon mal auch Betriebshalte geben für Güterzüge, aber auch da gibt es aktuell für zumindest Ezikowitsch keine. Müsste man jetzt in ein anderes Stellwerk reingehen, um das nochmal zu zeigen. Ich denke aber mal, da ist vielleicht sogar noch jemand anders auf Sendung. Oder aber ich habe ja noch ein paar Streams hier in der Vergangenheit liegen. Wenn du erstmal das reine Modell verstanden hast, dann ist der Rest auf jeden Fall kein Problem mehr. Da gewöhnt man sich auch recht schnell dran. Ich finde, das ist sehr einfach gehalten. Also das dazu. Möchtest du diesen Fahrplan haben? Ich wollte das immer mal als Befehl hier mit reingeben, habe ich aber noch nicht getan im Chat. Dann kannst du auf www.simrail.fr gehen. Dort findest du die Auswahl. Ich kann das immer gerade machen. Simrail.fr. Die Auswahl des EDR, das ist der Fahrplan. Nach Server. Ich bin auf DE2. Und den Stellwerken. Ich bin auf Ezikowitsch. Das befindet sich hier links. Und dann hast du genau die Ansicht offen, die ich eben hatte. Kannst dann noch jetzt auswählen, ob du alle Züge sehen möchtest, ob du nur die Züge sehen willst, die wirklich im Betrieb sind. Es gibt auch schon mal Züge, die fahren erst gar nicht. Oder ich möchte nur noch die Züge sehen, die wirklich bei mir ankommen. Oder ich kann sogar mittlerweile auch Custom einstellen. Bedeutet, ich möchte nur die Züge sehen, die innerhalb von so und so viel Kilometer sind. Oder die innerhalb der nächsten Zeit fahren. Gleichzeitig könnte ich auch eine Live-Map aufmachen. Die ist auch ganz cool. Auch hier dann bei der Live-Map sortiert nach Servern. Auch die Übersicht habe ich schon mal gezeigt. Ich weiß nur nicht, ob du sie jetzt gesehen hast. Und dann sehe ich den kompletten Streckenverlauf mit allen Zügen, die unterwegs sind, ob dort Spieler unterwegs sind, ob es Bots sind, wo sich die Züge befinden. Das kann man dann alles im Einzelnen nachgucken. Ich sehe also hier Ezikowitsch, da sitze ich. 41132 kommt jetzt. Muss bei uns anhalten, weil ich ihm noch keine Fahrstraße gestellt habe. Da sitzt aber nur ein Bot drauf, also kein echter Spieler. Das könnte man über die Karte dann entnehmen. Deswegen habe ich meistens beides immer auf. Da kann ich mir ein bisschen die Situation schon mal vorab anschauen. Wie sieht es denn aus? Was kriege ich gleich? Brennt irgendwo der Bär? Egal, ob ich fahre oder nicht. Ich habe meistens auch immer ein bisschen die Karte mit im Hintergrund auf. Und Fahrplan natürlich dann, wenn ich bei Stellwerken unterwegs bin. Kann ich also echt nur empfehlen. Hilft einem unwahrscheinlich weiter. Jetzt ziehe ich noch kurz den nächsten Zug rein, weil sonst halten wir den Betrieb auf. Das ist der 41132. Auch hier nochmal schnell drüber gucken. 41132 kommt von Poludny, fährt bei mir um 20:18 Uhr ab, ist also leicht verspätet auch und muss ebenfalls geradeaus durch Linie 4. Also erstmal vom Prinzip her super einfaches Modell. Geradeaus durchziehen, fertig. Du hast jetzt gerade gefragt, ob das hier recht gut für Einsteiger geeignet ist. Tatsächlich nicht. Also auch wenn das erstmal gar nicht so schwer wirkt, es liegt an dem Gleisabschnitt, wo nicht übermäßig viel Zugverkehr stattfindet. Das macht es schon mal gut zu üben. Man hat ein bisschen Zeit übrig, um das Ganze zu machen. Wenn man aber tatsächlich komplett neu anfängt und nicht jemanden dabei hat, der einem das von Grund auf erklären kann, macht es erstmal Sinn, sich die Stellwerke, wie heißen sie jetzt? Erstmal zum Beispiel das Stellwerk Poludny anzuschauen. Das ist auch ein mechanisches Stellwerk, allerdings mit einem kleineren Gleisbild. Poludny hat zwar nur die Schwierigkeitsstufe 1, hat aber dazu auch einen Bahnsteig. Wohlgemerkt nur einen, wo Züge aus beiden Richtungen halten müssen. Weiß ich also nicht, ob das wirklich schon so für Anfänger geeignet ist. Auf jeden Fall hätten wir dann Pilichowice als Einsteigerstellwerk. Danach Olchamowice, sehr gut als Einsteigerstellwerk geeignet. Polnok lässt sich schon drüber streiten. Knapowka wäre noch eins, wo man sagen kann, ja, für Einsteiger auf jeden Fall schon etwas besser.
Und Psari, da gibt es einen Abzweig, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Gora Wlodowska wäre noch eins, das ist auch recht einfach zu handeln. Muss aber auch hier an der Stelle sagen, aufgepasst, nicht alles sind mechanische Stellwerke. Gerade die Anfängerstellwerke Pilichowitz, Olchamowitz sind elektronische Stellwerke. Das bedeutet, der Stelltisch, der hier jetzt zu sehen ist, 31, 36 geht auch geradeaus durch. Die Schnellzüge gehen sowieso immer geradeaus durch, da muss ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. Die elektronischen Stellwerke sind so aufgebaut, dass du statt einem Bildschirm zwei Bildschirme hast. Einer ist für den Fahrplan, so wie der hier, auch wenn er jetzt leider gerade nur weiß ist, den man sich halt separat aufmachen kann. Der zweite Bildschirm zeigt das Gleisbild. Die Funktionen sind aber die gleichen. Wird natürlich jetzt nur schwer, das ohne irgendwas zu erklären. Am besten schaust du dir da wirklich nochmal ein anderes Video an. Dann hast du nämlich da das Gleisbild als, ja, elektronisch, PC-Bild. Ich habe keinen Vergleich dazu, wie es jetzt aussieht. Ich könnte mal einen kurzen Google-Bild raussuchen. Oder habe ich irgendwo ein anderes? Ich mache es einfacher. Ich habe ein eigenes Bild. Was hatte ich jetzt gesagt, würde sich anbieten? Polutny ist ein kleineres und ich sehe gerade, cool, Polutny war mal anders. Polutny ist jetzt erst ein mechanisches Stellwerk. Seit neuem. Ansonsten sah das nämlich vorher so aus. Ja, dann hast du zumindest mal so einen kurzen Gleisplan gesehen. So sieht das dann am PC aus. Und hier hast du zusätzliche Sicherheiten, denn die Signale sind hier auch beschriftet, T und W. Oder so wie hier A und B. Das sind dann diese Dreiecke. Die offenen kleinen Dreiecke sind Rangiersignale. Die geschlossenen Dreiecke Hauptsignale. Heißt also, du hast an diesem Doppelpfeil die Möglichkeit, ein Rangiersignal oder aber auch das Hauptsignal zu stellen. Es geht beides. Und das geht im Prinzip ähnlich. Du wählst dann das Dreieck an, du klickst es an, dann werden die ganzen Pfeile, wo du den hinziehen kannst, wo du die Fahrstraße hinstellen kannst, werden dann umrandet und dann kannst du dir eines der vier Signale aussuchen, wo der Zug hinfahren soll. Als Beispiel geradeaus durch auf Signal N. Dann würdest du im zweiten Schritt, erster Schritt hier drauf, zweiter Schritt hier drauf klicken und hast dann hier oben einmal eine Leiste, eine große Auswahl, wo man auch dann da wieder sagen kann, ich möchte die Fahrstraße stellen. Oder im Nachgang, ich wähle mir wieder das Signal und das Zielsignal aus, Startsignal, Zielsignal aus und kann dann die Fahrstraße zurücknehmen. Oder ich kann eine Rangierfahrt einstellen. Oder ich kann ein Ersatzsignal geben. Der Vorteil beim elektronischen Stellwerk, Weichen werden automatisch mitgestellt. Deswegen kann das schon mal sein, dass es ein klein bisschen dauert, bis die Fahrstraße einläuft. Hier als Beispiel in dem Bild, 14.1.33 steht am Bahnsteig. Ich klicke das erste Startsignal an, ich klicke das Zielsignal an, hier endet ja auch mein Bereich. Sage dann, ich stelle die Fahrstraße ein, die Weichen laufen automatisch um, bis dann die Fahrstraße grün wird. Dann steht sie. Thema durch. Gebe ich Ersatzsignal, muss ich die Weichen natürlich von Hand stellen. Das heißt, ich würde so eine Weiche hier anklicken und müsste dann wieder oben Plus oder Minus auswählen und dann läuft die nachher um. Entsprechend sieht das hier mit diesen abgetrennten Linien aus. Ist aber halt alles ein bisschen schwieriger, nur anhand eines Bildes zu erklären. Auch hier gibt es dann die Fahrtrichtungspfeile, diesmal in Gelb. Hier liegen die schon. Ich fahre nach Pilichowitz, obenrum. Von Pilichowitz bekomme ich die Züge untenrum. Wenn du sehen möchtest, was für Züge hier sind, hast du die verschiedenen Blöcke, die dann hinterlegt sind, 10, 18 ist rot. Um zu sehen, was sich da für Zug befindet, kann ich hier schauen, Block 10, 18 ist durch den Zug 31, 32 belegt. Und dann halt wieder mit dem Fahrplan abgleichen, wo muss der hin? Hat der bei mir einen Halt? Ja, nein. Und entsprechend die Fahrstraßen einstellen. Das sind erstmal so die einfachsten Anfängersachen. Dass man nachher im Gegengleis fährt, dass man hier den gelben Pfeil andrückt, um dann wieder die Fahrstraße oder die Fahrtrichtung aufzulösen, sind die gleichen Sachen. Z oder P zur Bestätigung. Wäre also das Gleiche, stellt sich hier nur ein bisschen anders dar. Lässt sich halt nur schwer, gerade momentan zeigen, nur anhand des Bildes, ne?
So, und ich bekomme hier andauert schon die Fahrst die 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 hier hätte ich das ja noch mal. Ich bekomme die Anfrage gestellt von Radzic. Hauptgleis 2 freies. Radzic, rechte Richtung. Tor 2 hier unten, Gleis 2. Er möchte mir also hier jetzt einen Zug schicken. Da es in seine Richtung liegt, muss er mir die Anfrage stellen, ob das geht. Ich sage ihm, ja klar, ich habe gerade nichts aus der anderen Richtung. Ich bestätige das und sage 24:33:71, hat er in seiner Nachricht gestickt. Auf Gleis 2 ist frei. Dann nimmt er jetzt die Fahrstraße gleich zurück, die Richtung gleich zurück. Es fängt an zu blinken, wird aufgelöst. Dann fängt es neu an zu blinken, wenn er in meine Richtung stellt und dann muss ich es wieder annehmen. So, einmal die Auflösung. Jetzt die Anfrage und ich gehe hin und schaue, das ist 2R. 2R ist das untere, die P-Taste, PZK, 2R. Ich bestätige. Dauert einen kleinen Momentchen. Angenommen, jetzt kann er mir dann Zug schicken und alles ist super. Den können wir mal weiter durchschicken, den habe ich jetzt aus Versehen hier stehen lassen. Dahinter kommt 42:34:66, dann schauen wir mal an, wo der hin muss. 42:34:66 muss nach, das ist der hier, von Poludny nach Radzic. Über Linie 574. Da steht leider nicht die Gleisangabe bei, sondern die Linie. Vorteil ist, die können wir am Stelldichein auch sehen. 574 ist Gleis 1. LK, die Linie 574, Gleis 1. Fahrstraße oder die Richtung liegt ja schon entsprechend. Von da oben schickt er mir nämlich keine Züge. Ich muss ihm jetzt keine Anfrage stellen. Ich kann ganz bequem hingehen und kann sagen, ich stelle erstmal die Weichen um. Der muss ja oben rumfahren, so dass ich den Zug auch möglichst schnell von der Hauptstrecke wegkriege. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man das macht, damit er hier nicht alles blockiert. Will ich, schickt man den, wo schickt man den denn lang? Wo muss er denn überhaupt hin? Der muss hier auf das oberste Gleis. Dann einmal die Weiche in den Umlauf setzen. Die ist schon im Umlauf und die hier müssen wir switchen. So, nochmal. Musste ich jetzt ein paar Mal ziehen, ist nicht sofort eingelaufen, warum auch immer. Kann man sich jetzt als Störung denken. Drückt man ein paar Mal drauf. Ich habe dann auch mal gedrückt eigentlich, dass er wieder in gerade Lage geht. Jetzt konnte ich es aber umstellen, alles perfekt und stelle die Fahrstraße per Klick auf Hauptsignal. Da ich ihn durchschicke, kann ich auch direkt hier die Fahrstraße stellen. Er schickt uns jetzt den 24:33:71 rüber. Das war die Anfrage, die er uns gestellt hat. Und da müssen wir mal schauen, wo der hin muss. Das hatten wir ja eben auch gesehen. Der muss dann ganz normal nach Poludny, Linie 4. Also den schicken wir ganz bequem. Von hier unten gleich nach oben auf die Hauptstrecke. Wir müssen aber mal schauen, wenn wir dann noch andere Züge kriegen. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, was kriege ich sonst noch angeboten. Es dauert ja auch mal ein bisschen, bis die Züge da sind. Also vorzeitig stellen, dann müsste man wieder zurücknehmen. Da hätten wir dann das Problem. Kann man machen, liegt aber auch an jedem selbst. Nachteil ist natürlich nur, wenn du jetzt lange wartest. Das ist vielleicht ein schwerer Güterzug. Dauert auch ewig, bis der wieder anfährt. Den auszubremsen muss also zwangsweise ja auch nicht sein. Ich habe jetzt hier keine Vormeldung. Wenn, würde das ewig dauern, bis hier ein Zug noch ankommt, bis der bei uns ist. Ich habe hier keine Vormeldung. Im Prinzip also alles frei. Dann stelle ich auch die Weiche für den Zug schon mal parat. Bringe ihn hoch auf die Hauptstrecke, wo er hin muss und stelle zumindest den ersten Teil der Fahrstraße bis in den Bahnhof. Momentan kann ich ja nicht weitermachen. Ich kann mal versuchen drauf zu drücken, geht aber nicht. Die Fahrstraße ist aktuell noch belegt. Was ich hier aber machen könnte, ist, ich könnte ihm Ersatzsignal geben. Ersatzsignal prüft die Fahrstraße nicht. Da sind wir dann wieder, wo Vorsicht geboten ist.
Ja, doch, man bräuchte auch ein gutes Zeitgefühl. Da hilft einem aber auch anfänglich, vor allem anfänglich, wenn man denn damit spielen möchte, die Map weiter. Immer war so ein bisschen auf dem zweiten Bildschirm. Einen Blick auf die Karte werfen. Das ist der, den uns der Nachbarfahrdienstleiter geschickt hat. Das ist der Güterzug, der gleich bei uns vorbeifährt. Der wird dann hier. So, der wird dann hier oben abzweigen. Das ist der, der uns geschickt wurde. Der kommt von hier unten. Biegt hier ab und kommt dann auf die Hauptstrecke. Und wenn ich dann mal ein bisschen Vorlauf gucke, was dann noch so ist, der fährt weg. Hier ist einer, der hat eine gerade Nummer, der fährt auch weg. Gerade Nummern kann man sich merken, gerade Zugnummern fahren Richtung Norden auf der Karte, ungerade Zugnummern fahren Richtung Süden. So, dann haben wir hier noch einen, der hat eine ungerade Nummer, der kommt zu uns hin. Ist aber halt auch noch elendig weit weg. Wenn ich mal ein bisschen rauszoome, das sind noch zig Kilometer. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Also ja, ein gutes Zeitgefühl. Vielleicht ein bisschen das Ganze abzuschätzen mit seinem Bereich, wenn man das Stellwerk ein paar Mal bedient hat. Oder erstmal so eine Stunde, zwei da drin ist, dann hat man das aber schon automatisch. Das ist dann gar nicht mehr so das Problem. Und vielleicht auch noch ein voraussichtlich wichtiger Tipp. Mach dir selbst keinen Stress. Die Community habe ich bis jetzt sehr gut erlebt, dass die auch gerne weiterhelfen. Selbst der ein oder andere Lokführer, der bei dir vorbeikommt, spielt ja selber mal Fahrdienstleiter. Wenn du da also nicht weiter weißt, notfalls kann man da eine Frage stellen, dass die einem auch helfen. Ja, und man soll sich nicht davor scheuen. Man soll auf keinen Fall Angst kriegen, dass das irgendwie nicht klappt. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, ist kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn man halt das Grundprinzip erstmal drauf hat, muss man ja auch nicht sofort in die Vollen gehen, dass man sagt, man macht irgendwo eingleisigen Verkehr oder sonst was. Dann übt man ganz langsam. Bots interessiert sowieso nicht, dann bleiben die halt mal eine Minute an einem Sigleis, an einem Signal stehen. Und selbst wenn da Spieler drauf sind, hier sind die ja beide mit Bot gekennzeichnet, ansonsten wäre hier der Spielername drin, hat man auch die Möglichkeit, immer mal schnell in den allgemeinen Chat reinzurufen. Zugnummer 42 34 66. Hör mal, tut mir leid, ich bin noch neu auf dem Stellwerk, ich krieg gerade irgendwie die Straße nicht eingestellt, ich brauche eine Minute länger, du bleibst gerade mal am Signal stehen. So, dann weiß der Lokführer Bescheid, vielleicht gibt er dir dann sogar direkt Hilfestellung oder der sagt einfach, ja, ist okay, alles klar. Also, dafür ist der Multiplayer ja da. Ne? Bloß keine Angst davor haben, hier mal Stellwerke zu besetzen. Zur Not nimmt man halt auch erstmal nicht direkt den DE1-Server, sondern beginnt notfalls auf dem DE5-Server. Da sind ja auch jetzt nicht so viele Fahrer unterwegs. Kann man ja sehen in der Übersicht des Spiels im Hauptmenü. Und da kann man sich auch ein bisschen dran üben. Wie du schon schreibst, genau, jeder hat mal angefangen. Jeder backt kleine Brötchen. Jeder muss sich erstmal dran üben. Und dann klappt das nach einer halben bis ganzen Spielstunde, sind die Grundzüge auf jeden Fall schon da. Auch wenn man nicht versteht, was es im Einzelnen bedeutet, kann man Züge durch die Gegend fahren. Und das ist ja erstmal das Wichtigste. Der Rest kommt nachher automatisch durchs Spielen. Genau, die Züge kann man dann auch noch kennenlernen. Anhand der Bilder kann man dann auch abschätzen, was sich da tut. Also hier diese blauen, das sind meistens immer Güterzüge. Diese Trucks-Lokomotiven hier sind meistens auch Güterzüge, neu. Jetzt hier für das Stellwerk allerdings auch, dass da mal Personenwagen dranhängen. Ganz lustig. Es steht ja auch dahinter, was das für Züge sind. TME für Güterzug, ECE für einen Fernzug, einen schnelleren Fernzug, aber einer, der auch unterwegs hält. Die ELJ sind die ganz schnellen. Man sieht es ja auch schon eigentlich am Bild. Ne? So die schnelle Form. Maximal sitzt hier drauf als Spieler und hier sitzt Elbato drauf als Spieler. Was gibt es hier noch Schönes? Dann haben wir den hier als TME, weiß ich auch direkt, alles klar. Ist zwar die gleiche Lok wie bei dem hier oder gleiches Modell von Lokomotive wie bei dem EC. Hier oben ist es aber ein Güterzug. Meistens erkennt man es dann auch schon an den Zugnummern. Irgendwann hat man das drauf, wirklich. Muss man sich gar keine Angst machen. Das geht auch echt relativ schnell. Die Übung macht den Meister. So, bei den mechanischen Stellwerken bin ich immer so, ich stelle gerne die Weichen alle wieder zurück, dann kann mir nachher auch weniger Fehler passieren. Und dann ist der schon durch. Ich muss mich ja eigentlich nicht mehr drum kümmern. 24, 33, 41. Ich kriege zwar immer schon mal die Frage vom Bot, was ist weggefahren,
Prinzipiell können die das aber selber auf ihrem Tisch sehen oder auf dem Monitor sehen. Wenn ich das also dem Bot nicht beantworte, geht die Welt, wie man sieht, nicht unter. Muss man sich ein bisschen durchfuchsen. Am besten auch Learning per Doing. Einfach dran wagen und üben. Jetzt ist aus dem Quick Guide eigentlich schon echt wieder was Größeres geworden. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber wenn ich schon dabei bin, hast du denn sonst noch irgendwelche Fragen? Vielleicht ist ja noch eine dabei, die ich beantworten kann. Ach so, und ich gebe zu, ich bin selbst kein Profi, ne? Ich bin kein Profi auf dem Gebiet. Vieles hat man mir selbst gezeigt, teilweise im Stream oder hat man mir noch mal erklärt. Dann habe ich mal eine Woche keinen Fahrdienstleiter gespielt, dann war ich auch schon wieder raus. Aber man kann halt auch nicht, man kann sich nicht groß verdrücken. Es kann halt nichts passieren. Hier kann ich dem Fahrdienstleiter jetzt sagen, hey, dein Zug ist angekommen. Das war ja der Güterzug, der eben durchfuhr, der ist angekommen. Und wenn ich das mache, löse ich die Fahrstraße auf. Wenn ich dem aber jetzt nicht sage, dass er ankam und löse die Fahrstraße auf, ist der Bot mir nicht böse. Da wird dir wahrscheinlich auch kein Spieler für böse sein. Ist halt nachher immer die Frage, inwieweit man das Roleplay, Rollenspiel realitätsnah ausleben möchte. Das liegt dann ja an jedem selbst, ne? Ich kann ja mit dem benachbarten Fahrdienstleiter wie eine Störung irgendwie einfach verursachen, geht nicht, es gibt keine, aber ich kann ja mit ihm aushandeln, hey, wir fahren nur eingleisigen Verkehr, als Grund geben wir eine Weichenstörung an oder eine Blockstörung oder eine Signalstörung, keine Ahnung. Und dann fährt man halt hier nur noch eingleisig. Solange man nicht den kompletten Serverbetrieb nachher mit 10 Zügen aufhält, ist das auch kein Problem. Auf dem DE1 ist es nicht mehr erlaubt, DE2 bis 5 allerdings schon. Und dann kann man das mal machen, solange man halt nicht übertreibt, wenn nachher Züge mit 2 Stunden Verspätung da durchfahren, nur weil sie bei dir so lange warten müssen, ja, dann gib lieber das zweite Gleis wieder frei und fahr noch mal ein Stück nochmal, dass man die Züge zumindest wegbekommt. Aber sonst alles easy und entspannt, wirklich. Das ist auch der Grund, warum mein Mauszeiger hier immer gerne aus dem Bild rauswandert, weil ich immer dabei auf den Fahrplan gucke oder auf die Map schaue, was sich da so alles tut. Der 223040 zum Beispiel muss bei mir über Linie 573 fahren. 573 ist tatsächlich die untere. Jetzt liegt ja keine Fahrtrichtung. Dann gehe ich wieder hin und frage den Fahrdienstleiter Radzitsch, ob wir den 22 30 40 gleich das Tor 2, Gleis 2 frei ist. Das ist für mich die Linie 573, wo der Zug hin muss. Na, mein Nachbar macht sich jetzt vom Acker. Dankt für die guten Videos. Was? Okay, alles klar. Jetzt, ich bin schon wieder schockiert. Okay, hat er mir zugeschaut. Oder zumindest mal irgendwo mit zuschauen können. So, das war im Chat eigentlich nicht gewollt. Manchmal geht er dann darunter. Na gut. Was haben wir? Wir haben die Bestätigung bekommen, dass das Gleis für den Zug frei ist. Dann gehe ich wieder hin. Dafür ist der mittlere Knopf hier an dem Stelltisch. Und warte jetzt nur noch ab, dass der Nachbar das annimmt. Einmal einen Knopf gedrückt. Warten, bis er annimmt. In der Zeit kann ich den Zug hier schon mal in den Bahnhof holen. So, ich fahre ihn direkt runter, weil ich weiß, hier geht es dann geradeaus weiter. Dann blockiert er zumindest den hinteren Zug nicht mehr, wenn da noch irgendwas kommt. Mittlerweile ist die Fahrtrichtung aber auch angenommen. Perfekt. Dann kann ich ihn direkt durchschicken. Also wirklich keine hohe Kunst. Absolut keine hohe Kunst. Ohne Fachbegriffe zu kennen,
ohne wirklich Fahrdienstleiter zu sein, ohne genau zu wissen, wofür steht ein Z, wofür steht P, völlig egal, ich muss ja nur wissen, was ich davon drücke. So. Und dann kann ich die Züge durch die Gegend fahren und alles passt. Jetzt war allerdings der Hinweis, dass sich mein Nachbar hier vom Acker macht in Oppi, in Polotny. Auch ein sehr guter Hinweis für mich, wenn ich nämlich jetzt auf die Uhr schaue und bedenke, dass wir schon 8:45 haben, dann sagt mir mein Stream und auch mein Hungergefühl, beziehungsweise meine allgemeine Streamzeit und dass ich auch morgen wieder arbeiten muss, dass ich leider langsam zum Ende kommen werde. Das heißt, ich werde hier den Zug jetzt noch durchfahren lassen. Genau, Feierabend für heute. Kann den 14139, der durchfährt, auch schon mal Fahrstraße erteilen. Das würde aber sonst auch gleich der Bot machen, das ist kein Problem. So, dann habe ich das auch schon mal erledigt. Ah, und dann fährt er hier die Weichen durch. Ich kann die leider nicht sehen. Es gibt andere Stellwerke, da hat man noch mal einen Blick, auch wo die dann tatsächlich abbiegen. Hier wäre das nur auf der rechten Seite, wo man das dann hier auch tatsächlich im Bilde sehen kann. Aber kann man sich gerne in meinen anderen Streams anschauen vorher. R2033 71 für den FDL. Das wäre jetzt der allgemeine Chat. So, der allgemeine Sprachchat. Wenn man mit den Lokführern sich unterhalten muss, geht es halt leider aktuell nicht anders. Oh, schön, hat man das auch mal mitgekriegt. Also wir könnten uns auch mit den Nachbarfahrdienstleitern so unterhalten, wenn wir es nicht per Telefon machen. Gut, ich reite mich schon wieder viel zu sehr rein. Ich wollte sagen, wir fahren noch diesen Zug und dann werde ich auch auf den Feierabend zugehen, weil es mittlerweile spät genug ist und meine Arbeit mich dazu drängen wird und 4 Stunden Streamzeit rund irgendwie auch genug sein sollten erstmal. Bedanke mich aber trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Ja, sehr nett und freundlich, dass ihr da wart. Dass ihr dabei seid. Nimble, auch dir jetzt gerade nochmal ein vielen Dank für dein Follow an der Stelle. Das wäre jetzt nämlich noch die nächste kurze Werbung in Eigenregie gewesen. Wem meine Streams gefallen, wem der Content gefällt, wer sonst auch ja gerne mal zuschaut, lasst mir gerne auch ein Follow da, wenn nicht bereits passiert. Da freue ich mich sehr drüber und dann werdet ihr zu einem meiner Hollies. So nenne ich zumindest die Leute, die irgendwo speziell Abo bei YouTube oder Follow bei Twitch oder auf Twitter oder sonst wo folgen, als spezieller Begriff, einfach nur um es ein bisschen hervorzuheben. Und ja, bedanke mich dann an der Stelle Nimble bei dir auch nochmal für deinen Follow. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlich willkommen bei den Hollies an der Stelle dann auch. Schön, dass du da dabei bist. Und ja. Dann werde ich wahrscheinlich bald mal das Vergnügen haben, dich vielleicht als Nachbarfahrdienstleiter zu haben. Möglicherweise wirst du mir dann auch bei einem Stream nochmal 24, 33, zuschauen. 71, bitte für den FDL. Ah, da erreicht er ihn nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob jetzt ein Bot drauf sitzt. Da fährt gerade der Zug vorbei. Und ja, kann sonst zum Ende auch nochmal durchgeben, wenn man möglicherweise irgendwann mal so eine schöne Spielsession hinlegen will. Das Ganze ist immer noch im Wachstum. Je mehr Leute da sind, desto belebter wird das Ganze natürlich. Der darf mir auch gerne auf Discord folgen. Ausrufezeichen Discord hier im Chat. Dann bekommt ihr. Da wollte sich gerade der Lokführer melden. Dann bekommt ihr den Link zum Discord. Dürft auch gerne im Discord beitreten. Mir dort folgen. Es ist ein geteilter Discord für mehrere Streamer. Da bin ich dann unter anderem dabei. Das heißt, man kann sich dort für mich registrieren. Kostenlos natürlich, um Gottes Willen. Wird mir zugeteilt und dann wird auch unter anderem ein Channel, ein Bereich für Simrail frei, auf dem man Bilder posten kann, seine Stories posten kann. Ja, und man sich da vielleicht auch mal verabredet für gemeinsame Multiplayer-Sessions auf irgendeinem Server, dass man da sich Züge gemeinsam hin und her schicken kann. Es muss ja nicht immer der DE1-Server sein. Das dann nochmal als Werbung in Eigenregie. Damit soll es jetzt aber auch gewesen sein. Der Zug ist durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich streame, wenn wir hier irgendwo einen schönen Fahrdienstleiter-Session hinlegen oder aber auch durch die Gegend cruisen. Das kommt ja auch schon mal vor. Möglicherweise. 20, 33, 71. Funktioniert ein Funk oder gibt es da Probleme? Möglicherweise dann auch schon übermorgen, am Samstag der Fall. Damit verabschiede ich mich und sage tschö und bis zum nächsten Stream. Macht's gut, ciao, ciao. Hörst du mich?